Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich zum Forum Mobilität hier im Verkehrsmuseum in Dresden. Und ich begrüße auch die, die uns zugeschaltet sind an den mobilen Endgeräten, an den Fernsehgeräten oder wo auch immer Sie uns schauen. Mein Name ist Andreas Rock. Ich möchte Sie durch den Abend begleiten. Und bevor ich Ihnen die Gäste unseres heutigen Talks vorstelle, begrüße ich ganz herzlich den Gastgeber und Hausherrn Dr. Vogt. Herzlich willkommen. Ja, Sie haben das Wort. Vielen Dank. Ja, von meiner Seite auch. Herzlich willkommen hier im Verkehrsmuseum. Ich freue mich sehr, dass Sie unserer Einladung so zahlreich gefolgt sind. Das Verkehrsmuseum ist in Dresden bekannt. Wir erzählen hier seit 70 Jahren Verkehrsgeschichte und Verkehrsgeschichten. Wir sind seit 70 Jahren hier in dem Haus im Johanneum. Das wurde, sage ich für die, die es noch nicht wissen, 1586 erbaut als kurfürstlicher Marstall. Hat also was zu tun mit Verkehr. Die Tradition setzen wir fort und jetzt wollen wir was Neues auf den Weg bringen, und zwar das Forum Mobilität Dresden als eine Reihe etabliert am Verkehrsmuseum, um die Mobilitätswende, die Verkehrswende gemeinsam mit Ihnen zu diskutieren und vielleicht auch mitzugestalten. Das ist unser Ziel mit dieser Reihe, die wir hier neu gestartet haben. Und ich freue mich auch sehr, dass wir heute Abend Gäste da haben. Herr Ruck wird die alle im Einzelnen noch vorstellen. Ich wollte nur noch erwähnen, dass wir dieses Jahr das Forum Mobilität zusammen mit unserem Partner DVB, das ist Herr Helmersbach, vertritt die DVB heute hier, gestartet haben. Die haben auch ein Jubiläum, und zwar 150 Jahre öffentliche Mobilität. Das ist der Hintergrund unserer schönen Zusammenarbeit in diesem Jahr. Ja, ich freue mich auf einen spannenden Abend und übergebe an Herrn Ruck. Dankeschön. Danke, Herr Dr. Vogt. Ja, ich möchte Ihnen zunächst die Gäste des heutigen Abends vorstellen, mit denen wir sprechen werden. Zunächst in den vielleicht ersten 45, 60 Minuten hier vorn und dann sehr, sehr gerne auch gemeinsam mit Ihnen in die Diskussion gehen. Mein erster Gast oder unser erster Gast ist technisch gesehen mobil wie kein anderer in der Runde, denn er kann wählen unter 300 PKWs, 1000 Fahrrädern, 166 Straßenbahnen, 145 Bussen, 3 Fähren und 2 Seilbahnen hat er auch noch, und er gibt Unsummen für Mobilität aus. Deswegen ist er wie geschaffen für diese Diskussion, denn er ist Vorstand für Finanzen und Technik bei den Dresdner Verkehrsbetrieben. Andreas Helmersbach, herzlich willkommen. Ich habe gehört, Sie haben auch eine Menge Laufschuhe zu Hause, Laufschuhpaare. Die Zahl konnte ich nicht genau rauskriegen. Für welches Fortbewegungsmittel haben Sie sich heute Abend entschieden, hierher zu kommen? Mit der Straßenbahn. Was ist Ihr Hauptverkehrsmittel so im Alltag? Im Alltag ist es natürlich auch Bus und Straßenbahn, der ÖPNV, selber aber dann auch viel Fahrrad, zu Fuß gehen, Auto deutlich weniger, Eisenbahn auf Langstrecken. Also ich bin so gesehen mit allen Verkehrsmitteln unterwegs und vertraut, und das nennt man heute so multimobil, multimodal unterwegs. Herzlich willkommen hier. Man überzeugt Menschen, wenn man ihnen Alternativen anbietet und wenn sie durch die Veränderungen einen Gewinn an Lebensqualität erfahren, sagt unser zweiter Gast. Elektromobilität, Parkraummanagement, Verkehrsverhalten, das sind alles ihre Themen. Akzeptanz lässt sich nicht verordnen, sagt sie. Herzlich willkommen, Anne Klein-Hittpass. Forschungsbereichsleiterin Mobilität am Deutschen Institut für Urbanistik in Berlin. Wie sind Sie heute nach Dresden gekommen? Mit der Deutschen Bahn. Nun ist, egal an welchem Bahnhof Sie ausgestiegen sind, das Verkehrsmuseum von jedem, glaube ich, so 1,5 Kilometer entfernt. Und ich habe gelernt, für die Mobilitätsforscher ist wichtig die letzte Meile. Sagen Sie zur letzten Meile was? Das ist tatsächlich richtig. Ich bin zu Fuß die letzte Meile gelaufen. Und das Wetter hat mitgespielt, Gott sei Dank. Das Wetter hat mitgespielt. Schön, dass Sie da sind. Die Frage, die Frage nach autofreien Innenstädten beantwortet er mit Nein. Gefragt, ob das Auto eine Zukunft hat, sagt er ja. Die beiden Antworten sind nicht sonderlich überraschend, denn er arbeitet für den VDA, den Verband der deutschen Automobilindustrie. Aber Vorsicht, liebes Publikum, wenn Sie jetzt schnell Ihr Urteil fällen. Der Mann hat eine Vergangenheit. Mehr als 10 Jahre war er für Bündnis 90 Die Grünen im Bundestag tätig, unter anderem als Büroleiter der damaligen Fraktionsvorsitzenden Renate Künast und auch als Verkehrsreferent. Und seit Januar ist er nun Geschäftsführer Politik und Gesellschaft beim Verband der Automobilindustrie. Andreas Rade, herzlich willkommen. Wenn man bei dem VDA anfängt, muss man da die Bahncard abgeben und den Führerschein nachweisen? Nee, ich bin noch hergekommen, ich bin zu Fuß,
Ah, dann vielleicht noch anschalten. Okay. Jetzt besser. Also, wir haben gehört, Sie nutzen alle Verkehrsmittel und... Genau, ich bin hergekommen mit allen Verkehrsmitteln, zu Fuß, Bahn, U-Bahn, Taxi, gelaufen die letzten Meter, nicht letzte Meile. Und fahre zu Hause auch zu meinem Fahrrad zur Arbeit und mache da alles vor Ort. Wohne auch innerstädtisch, insofern ist es auch alles sehr gut möglich. Und ein Auto macht da auch wenig Spaß teilweise. Die Zentrale des VDA, die liegt im Zentrum von Berlin. Und wenn man da, wenn man davor steht, geht direkt davor eine Tiefgarageneinfahrt rein. Und hinter dem Komplex gibt es auch noch mal eine Tiefgarage. Haben Sie sich jemals getraut, mit dem Fahrrad zum VDA zu fahren? Und haben die dort auch Fahrradparkplätze? Ich fahre jeden Tag mit dem Fahrrad zum VDA, insofern ja. Und die Tiefgarage ist übrigens ein Teil des Problems, weil man da bisher nicht geschafft hat, einen Elektroanschluss zu legen. Kommen wir nachher noch dazu. Insofern auch das ein spannendes Thema. Das wird mit dem Fahrradstellplatz, das wird unseren nächsten Gast freuen. Wo ein Auto steht, könnten 10 Fahrräder Platz finden, sagt sie. Zudem machen Autos unserer Städte zu Orten, die stinken, die laut und die unsicher sind. Die autofreie Innenstadt, das ist für sie nicht nur ein Wunschdenken. Sie kämpft aktiv dafür als Klima- und Verkehrskampagnerin bei Greenpeace. Guten Abend nach Berlin, Marion Thiemann. Herzlich willkommen. Guten Abend. Zu dieser Veranstaltung gab es einen kleinen Fragebogen, der ist auch noch auf der Internetseite des Verkehrsmuseums und da haben Sie geantwortet auf die eine Frage, niemand muss perfekt sein, man kann Auto fahren und sich zugleich für Klimaschutz einsetzen. Wann ist aus Ihrer Sicht ein Auto okay? Ein Auto, erstmal können Sie mich gut hören? Ja, sehr gut. Okay, super. Ein Auto ist dann okay, wenn es klein, elektrisch und am besten geteilt genutzt wird. Wann haben Sie das letzte Mal ein Auto benutzt? Vorgestern. Ich hoffe, dass die Leitung so bleibt. Herzlich willkommen nochmal in dieser Runde. Ja, und er, mit dem wir jetzt sprechen, der hat sich mit vielem beschäftigt. Mit dem menschlichen Gedächtnis, mit Klimakriegen, mit der Frage, wie aus normalen Menschen Massenmörder werden können. Mit unserem Glauben, oder muss man vielleicht sagen Irrglauben, an unendliches Wachstum. Er ist Soziologe, Sozialpsychologe, Zukunftsforscher, Publizist. Herzlich willkommen, Professor Harald Welzer. Herzlich willkommen hier in Dresden. Sie hatten, ich glaube, man darf darüber reden, weil Sie es auch sehr, sehr oft getan haben, vor fast genau 2 Jahren einen Herzinfarkt. Sie haben das mal beschrieben in einem Interview als komisches Gefühl. Sie hatten ein komisches Gefühl an dem Tag. Da ist irgendwas mit dem Herzen. Andere würden die 112 rufen. Sie haben, weiß nicht, gegoogelt oder sowas. Sie haben jedenfalls eine kardiologische Praxis in Ihrer Nähe gesucht. Und Achtung, Sie sind zu Fuß dorthin gelaufen. Jetzt frage ich mich, weil Sie dem Auto so sehr misstrauen, dass Sie nicht mal einen Rettungswagen rufen würden? Nein, das war wirklich dumm. Ich würde auch, obwohl, also wir werden ja darüber diskutieren, was ich vom Auto in der Gegenwart halte, ich würde denken, Rettungswagen, Polizeiwagen, Feuerwehrfahrzeuge, das könnte ich alles noch akzeptieren. Ja. In der Folge Ihrer Erkrankung ist dann ein Buch entstanden, Nachruf auf mich selbst. Der Titel ist eine Steilvorlage für jede Interview, für jeden, der Interviews führt, ist auch reichlich genutzt worden. Ich habe dann das Buch aufgeschlagen und da steht ein viel wichtigerer Titel drin, nämlich der Untertitel Die Kunst des Aufhörens. Ich weiß, das Buch ist dick. Sagen Sie uns trotzdem, womit sollten wir aufhören? Oh, da können wir uns auf einen langen Abend jetzt einstellen. Ich würde mal wirklich sozusagen ganz fettig sagen, wir sind mit unserem Kultur- und Wirtschaftsmodell in Bezug auf die Probleme, die wir im 21. Jahrhundert haben, am Ende. Das wird so nicht weitergehen. Und wir sehen viele Indikatoren, die darauf hindeuten, wie das nicht weitergeht. Aber da muss man mit vielem aufhören und insbesondere sozusagen mit einem Kulturmodell, was davon ausgeht, überleben zu können im Modus der permanenten Steigerung. Das kann nicht funktionieren. Und das ist eben auf die Automobilität oder die Mobilität auch bezogen? Ja, alles. Alles. Das ist Ernährung, Mobilität.
die ganzen Fragen, Wohnungsgrößen etc. etc. Also das ist sozusagen das komplette Paket. Aha. Sex und sowas kann man noch haben wie gehabt, aber das ist so fast das Einzige. Zu Beginn der Veranstaltung hatten wir Sie vor ein paar Minuten erst gefragt, Ihnen Fragen zukommen lassen, die Sie doch bitte beantworten mögen. Und eine der Fragen war, mit welchem Verkehrsmittel bewegen Sie oder bewegst du dich am häufigsten fort? Und wir schauen mal, da haben wir so ein Bild, wer heute hier im Publikum sitzt oder sich an unserer Diskussion beteiligt. Also für alle, die es nicht sehen können, zu Fuß sind 9,76, zwei Stellen hinterm Komma ausgewertet, 9,76% unterwegs, viele, gut 48% mit dem Fahrrad, ÖPNV, ungefähr ein Viertel, 26,8%, mit dem Auto 2,4% und andere, ein Mix, 12,2%. Und eine zweite Frage, die wir Ihnen gestellt hatten, lautete, welches Hindernis steht einer nachhaltigen Verkehrswende am meisten im Wege? Da hatten wir mehrere Sachen vorgegeben und da schauen wir uns das mal an. Also die Antwort, fehlender politischer Wille steht an erster Stelle mit 39%, Bequemlichkeit und das eingespielte Nutzungsverhalten der Menschen kurz danach mit 36%. Bürokratische Hürden nur 4,8% und fehlende attraktive Alternativen zum Auto mit knapp 20%. Frau Klein-Hittpass, wie würden Sie diese Frage beantworten? Wofür hätten Sie sich entschieden? Der fehlende politische Wille ist tatsächlich ein zentrales Hemmnis. Da bin ich ganz beim Publikum. Dass die Bequemlichkeit, das eingespielte Nutzerverhalten auch, alles sind Hemmnisse oder Hindernisse. Was mir fehlt, ist noch die gebaute Umwelt, also im Prinzip die Fehler der Vergangenheit, die wir gemacht haben. Wir haben in den letzten 50 Jahren unsere Städte sehr autogerecht geplant. Wenn man auch hier in Dresden guckt, wir haben Straßen, wir haben mehrere Spuren, Platz für Autos ist eigentlich allerortens da. Und das führt dann natürlich dazu, dass es bequem ist, mit dem Auto zu fahren, ja, wenn es einfach bequem ist, von A nach B zu kommen, einzusteigen und direkt vor der Tür einen Parkplatz zu finden. Und das würde ich tatsächlich in dieser Aufzählung noch ergänzen wollen. Jetzt frage ich offen in die Runde, ist für Sie, also wir reden ja schon sehr, sehr lange über die Verkehrswende, die Mobilitätswende, die Notwendigkeit, ist für Sie das Glas halb leer oder halb voll? Ich würde Frau Thiemann, Sie gerne ins Boot holen. Also wenn Sie die Entwicklung sehen, die wir bisher gemacht haben, Glas halb voll oder halb leer bei der Verkehrswende? Das hängt, glaube ich, so ein bisschen vom Zeitrahmen ab. Ich würde sagen, wenn ich mir die letzten 50 Jahre anschaue, eher halb leer. Wenn ich mir die letzten Jahre anschaue, sagen wir mal so 5 Jahre, halb voll, weil sich da unglaublich viel getan hat. Gerade so auf kommunaler Städteebene bin ich total begeistert, wie viele Menschen sich vor Ort in ihrer Stadt für Veränderungen auf ihren Straßen einsetzen. Das sehen wir deutschlandweit durch ganz viele Initiativen, die für weniger Verkehr, bessere Radwege kämpfen, wie zum Beispiel die Radentscheide. Das sehen wir auch in Dresden. Ich glaube, da gibt es auch einen Fuß- und Radentscheid, den die Greenpeace-Gruppe Dresden mit unterstützt. Das haben wir in Berlin gesehen mit einem Deutschlands ersten Mobilitätsgesetz, was dadurch erkämpft wurde aus der Zivilgesellschaft. Und da muss man wirklich sagen, erkämpft, weil Dinge sich nicht einfach so verändern, sondern das sind Folgen von ganz häufig von Initiativen, die wirklich sich dafür eingesetzt haben, dass Straßen sicherer werden für Kinder, für ältere Menschen, dass Flächen umverteilt werden und das Radfahren sicher wird. Jetzt sagen Sie, das sind eine ganze Menge Initiativen, aber sind Sie auch zufrieden mit den Ergebnissen? Also würden Sie da auch sagen, das Glas ist schon deutlich voller? Wie gesagt, das ist ein langwieriger Kampf, das wissen wir alle, glaube ich. Das ist ein dickes Brett, die Verkehrswende. Aber gerade wenn ich mir zum Beispiel anschaue, wie sich der Diskurs, also die Debatte verschoben hat in beispielsweise Berlin, wo es den ersten Radentscheid gab, da hat sich sehr viel getan. Das reicht immer noch alles nicht, aber es gibt da mehr sichere Radwege als zum Beispiel 2015/16. Das sind häufig ja alles Trippelschritte und das ist weit weg von dem, was wir wirklich brauchen, was es notwendig ist, auch um Klimaziele zu erreichen und zu verhindern, dass die Erderhitzung über 1,5 Grad heiß wird. Aber es ist ein Fortschritt, deswegen halb voll. Herr Ebersbach, Sie
oder DVB investiert Unsummen Geld und Ideen in den ÖPNV, also in Flottenmodernisierung, Streckenausbau, auch in Leihsysteme, Mobicar, Mobibike, in Ladesäulen. Da ist eine ganze Menge in den vergangenen Jahren hier in Dresden passiert. Aber die Zahl der Autos in der Stadt, die wächst weiter. Ich habe 2011 mal geguckt, wir hatten da 240.000 Fahrzeuge, 2020 270.000. Und ein Großteil des Zuwachses kommt eben über die Pkw. Ja, das ist in der Tat ein bisschen ernüchternd. Auf der anderen Seite muss man auch sehen, dass die Verkehrsleistung der Autos immer mehr sinkt. Das sind keine Fahrzeuge, es sind Stehfahrzeuge oder Stehzeuge. Also irgendwas stimmt an den Rahmenbedingungen nicht ganz. Für den Nahverkehr gilt, dass er in den letzten Jahren, ich sag mal, stabil über die Runden gekommen ist. Das ist sehr gedämpft jetzt in den letzten Jahren durch die Corona-Welle gewesen. Da haben wir uns allerdings mit Bravour geschlagen. Und insofern gucken wir da durchaus schon optimistisch nach vorne. Das Gros unserer Kunden ist uns treu geblieben. Wir reden jetzt im Moment schon wieder von 85% der Kunden, die wir im Vergleich zu vor Corona haben. Also das zeigt, der Nahverkehr wird gebraucht, der hat seine Zukunft und der ist da auch stabil eine der tragenden Säulen der Mobilität. Was wir auch sehen, ist natürlich, dass das Thema ÖPNV mit Bus und Bahn alleine nicht mehr reicht, sondern wir müssen da viel, viel breiter denken. Wir müssen den Weg von der Haustür beginnend zur Haltestelle über den Verkehrsweg mit Bahn und Bus dann bis zum Ziel denken, die erste und die letzte Meile, wie eben schon anklang. Und insofern sind wir auch unterwegs mit Fahrradverleihsysteme, mit Carsharing-Systeme, das traditionelle Angebot zu erweitern. Mhm. Frau Kleinhild, was ich jetzt diese Zahlen, die ich für Dresden genannt habe, das sind die stechen nicht heraus. Das ist ein Bundestrend, ne? Die Zahl der Autos, trotz all dieser Dinge, die in Richtung Mobilitätswende, Verkehrswende getan werden. Die Zahl der Fahrzeuge nimmt trotzdem weiter zu. Die Zahl der Fahrzeuge nimmt trotzdem zu. Es ist tatsächlich so, ein Fahrzeug müsste Stehzeug heißen, weil es nur durchschnittlich eine Dreiviertelstunde am Tag bewegt wird. Allerdings, die Kilometer, die eine Person zurücknimmt, die steigen noch an. Also wir haben einen immer entfernungsintensiveren Lebensstil. Das heißt, es sind nicht nur die Fahrzeuge, es sind auch die Gelegenheiten und die Wege, die wir aufsuchen. Aber die Anzahl der Fahrzeuge macht auch gerade in den Städten deutlich, wie groß das Problem ist und wie dick das Brett ist, was wir zu bohren haben. Denn auch wenn die Fahrzeuge zu Tausenden anwachsen, der Platz in den Städten wird ja nicht mehr. Ja, wir haben Städte, wir haben Nutzungskonkurrenzen zwischen den unterschiedlichen Nutzungen. Wir wollen Platz für den ÖPNV haben, für den Radverkehr. Wir wollen Lebensqualität in unseren Städten haben und sicher soll auch alles sein. Und da sind die Fahrzeuge tatsächlich ein großes Problem. Nicht nur fahrend, sondern eben auch stehend, weil sie einfach Platz im Übermaß beanspruchen. Andreas Rade, bekennen Sie sich in der Anklage schuldig? Das Auto ist schuld. Ja, jetzt gibt es sozusagen vier Ankläger. Also ich würde nochmal das Bild dieses Glases aufnehmen. Also erstmal muss man vorweg sagen, dass, glaube ich, Mobilität. Ich glaube, wenn Frau Thiemann in Berlin sagt, so ein Zeichen gibt, dann ist irgendwas mit ihrem Mikro. Es wäre super, wenn Sie das jetzt Mikro ein bisschen näher halten könnten, einfach. Okay. Also zunächst ist Mobilität Teilhabe. Und insofern ist das für alle Menschen grundlegend. Wir alle sind auch mobil hierher gekommen und fahren mobil wieder weg. Wir sind hier im Museum. Hier kann man sehen, dass wir sozusagen seit Jahrzehnten mobil sind auf verschiedenen Wegen. Insofern ist das Teil unseres Lebens. Und insofern, glaube ich, müssen wir auf das Gesamtpaket Mobilität gucken. Deswegen würde ich schon mal Fragezeichen machen, ob wir sofort über nur vermeiden reden. Und dann würde ich zwei Gläser machen. Und das eine Glas der Lösung des CO2-Problems und anderer Gase ist, glaube ich, es füllt sich stark gerade. Das ist, glaube ich, technologisch lösbar. Wenn ich mir angucke, was bei den Herstellern passiert, weltweit übrigens, ist, glaube ich, das Thema CO2 und andere Stickoxide und so weiter, das Glas ist eigentlich voll. Wir müssen in die Umsetzung kommen, wir müssen es trinken gewissermaßen. Das ist, glaube ich, das Problem, das ist lösbar. Das war Jahrzehnte nicht absehbar, deswegen glaube ich, auch in meiner biografischen Erfahrung heraus, würde ich sagen, das ist echt ein Wendepunkt jetzt in diesem Bereich. Deswegen sollten wir dieses Thema Mobilitätswende, das gibt es ja schon seit vielen Jahren, den Begriff, aus der Energiewende kommt, abgeleitet,
glaube ich, nicht so tun, als wenn wir vor 30 Jahren diskutieren, vor 20 Jahren. Das ist ein anderer Punkt. Wir haben inzwischen technologische Lösungen und übrigens auch Unternehmen, die in diesen Weg investiert sind, mit Milliarden investiert sind. Das heißt, es ist eine echte Wandlung in diesem Prozess. Dieses Glas, finde ich, ist sehr voll. Das zweite Glas ist dann die Frage, was Sie angesprochen haben, der Nutzung der öffentlichen Räume. Also sozusagen, wo mir Autos oder wie auch andere Dinge im Weg sind und wie man das aufteilt, wie man dann umgeht, Leute von außen hereinpendeln mit dem Auto und dann irgendwo das Auto irgendwo hier lassen müssen und so weiter. Das ist natürlich eine Entscheidung und da gebe ich völlig recht. Da gibt es viele, sagen wir mal, bauliche, optische Verbrechen aus den 50er Jahren, auch in Berlin noch. Da bin ich total dafür, dass wir es diskutieren. Aber ich würde sagen, wir haben diese beiden Gläser und wir sollten nicht sofort sagen, wenn wir hier anfangen, das Auto ist gleich ein Grundproblem. Nein, es gibt da wirklich in diesem Bereich große Lösungen. Und nochmal, auch ich bin jetzt erst seit 3 Monaten beim VDA, aber ich würde mal sagen, auch wir als VDA sind dafür offen, in Dialog zu gehen, wie wir in den Städten, in den Dörfern, in die Mobilität auf den Ländern, ist auf dem Land was anderes, wie wir das so organisieren. Auch da gibt es übrigens viele neue Möglichkeiten, Rufbusse und so weiter. Also das will ich jetzt nur mal andeuten. Es gibt in diesem Bereich auch viele technologische Lösungen, die jetzt möglich sind, die das Verhalten verändern können. Und auch übrigens dann das Problem der Nutzung öffentlicher Räume. Herr Professor Welzer, Sie sind ganz ruhig, aber ich glaube, in Ihnen kocht's. Nicht? Dann vielleicht, Sie haben ja gesagt, das Auto ist stahlgewordene Absurdität. Ja. Bevor Sie da antworten, ich will nur vielleicht sagen, ich weiß, Sie haben auch eine Fahrerlaubnis, denn Sie sind als Student mal Paketbote gewesen, Paketausfahrer mit dem Auto. Also Sie werden es nicht glauben, ich finde Autos sogar total gut. Das ist auch nicht weiter verwunderlich, wenn man die Generation anguckt, aus der ich komme. Ja, das ist eben eine Zeit, wo Auto, Motorrad und alles dieses sozusagen gerade für männliche Jugendliche das Wichtigste gewesen ist, was es im Leben überhaupt gegeben hat. Und ein Auto ist ja kein Verkehrsmittel. Ein Auto ist ja ein Symbol für bestimmte Freiheitsvorstellungen, für Möglichkeiten, die man der Weltreichweite und so weiter und so weiter. Als Transportmittel ist es ja eher ungeeignet. Und so als Fetischobjekt finde ich es, kann ich mich bei aller, wie soll man sagen, rationalen Kritik, kann ich mich selber davon überhaupt nicht freisprechen. Also ich finde Autos geil und insbesondere... Würde ich nie sagen, so einen Satz übrigens. Können Sie auch nicht, aber ich kann das. Und das lässt ja aber trotzdem den Schluss zu, dass es nicht mehr ins 21. Jahrhundert gehört. Und in Ergänzung zu dem, was Herr Rade gesagt hat, die Autos waren in der Tat, also ihre Glas voll, Glas leer, vor 30 Jahren noch ganz anders. Nämlich viel kleiner, viel leichter, viel weniger ressourcenintensiv, viel schwächer von der PS-Leistung. Und das ist ja das Faszinierende, dass wir eine Entwicklung jetzt haben. Kann ja vielleicht nochmal als kleinen historischen Schlenker 1972, jetzt vor genau einem halben Jahrhundert, sind die Grenzen des Wachstums erschienen. Und seither hat die Automobilindustrie sich wirklich unfassbar kreativ darauf bezogen, die Autos immer größer, immer fetter, immer platzabsorbierender, immer aggressiver, immer kampfwagenmäßiger zu machen. Und diese Autos liebe ich, also da hört bei mir selbst das Positive aus. Das ist ja totaler Schwachsinn, oder? Das muss ja, ich stelle mir immer vor, Historikerinnen des Jahres 2300, die sich angucken, was haben die Leute am Anfang des 21. Jahrhunderts gemacht? Und die haben dann sozusagen ganzen universitären Forschungsergebnisse und Klimawandel und so weiter. Und dann stellen die fest, ey, die waren echt auf der Höhe der Zeit, die Leute am Anfang des 21. Jahrhunderts. Und dann kommt der Praktikant rein und er hat dann ein Prospekt vom BMW X7 und sagt, Leute, die hatten Stadtgeländewagen. Und das können Historiker nicht erklären, sowas. Jetzt muss man sagen, in der Produktpalette gibt es aber auch noch ein paar andere Autos, ne? Ja, natürlich. Also ich meine, das ist
die Frage sozusagen, welche Fahrzeuge gefragt werden. Insofern ist die Entwicklung nicht so, dass sozusagen die Autohersteller diese Fahrzeuge aufzwingen, sondern das ist ein Markt und sozusagen Leute entscheiden sich dafür. Der entscheidende Punkt ist aber, wenn wir über CO2 reden, ist das ein Durchbruch, obwohl, egal wie groß sie sind, sage ich mal, auch das Thema LKW zum Beispiel, auch da werden wir Möglichkeiten erleben, dass dieses Bild des Stinkers von früher auch sozusagen vorbei ist. Das gibt es viele Möglichkeiten. Das Thema Größe und Platz, das ist eine andere Debatte. Ich will nur sagen, wir sollten diese zwei Gläser sozusagen uns angucken und da haben wir, glaube ich, einen richtigen Schritt nach vorne vor uns. Dieses Problem halte ich durchaus für möglich, für lösbar. Und wenn Sie, wir können nicht nur in Dresden debattieren, wir müssen uns sagen, ja gerade als, auch als deutscher Exportland, Mobilität nimmt weltweit zu. Deswegen glaube ich, das ist ein wichtiger Beitrag, den wir aus Deutschland heraus mit der Automobilindustrie, mit dem Maschinenbau, mit der Chemieindustrie leisten können, weil wir es weltweit sehen, dass diese Entwicklung da ist. Die Leute wollen Mobilität. Insofern glaube ich, das ist für uns ein wichtiger Beitrag, den wir hier leisten können. Also vielleicht mache ich da noch mal ein bisschen weiter. Mit den Fortschritten, die es gibt und auch der Elektromobilität. Wir haben jetzt in den USA sehr gut verkaufte Elektroautos mit bis zu einer Leistung von 1100 PS. Die Kisten, die bei Tesla in Grünheide bei Berlin vom Band laufen, haben 500 PS. Haben Sie eine Erklärung dafür? Ich bin kein Techniker, insofern. Nein, aber so mal als Mensch, so mal einfach als denkender Mensch. Also ich sehe, dass sozusagen die Autos, die bei Tesla vom Band laufen, laufen elektrisch. Und insofern glaube ich, halte ich die auch nicht für so problematisch. Auf das Thema die PS-Zahl, ich glaube, das Thema Tempolimit zum Beispiel auch wird sich darüber auch lösen, weil sie fahren nicht mit dem Elektroauto 200 nach Dresden. Insofern glaube ich, gibt es da einen technologisch hohen Lösungsfall, die damit angelegt sind. Aber worauf ich hinaus will, ist, das ist doch das, was die Industrie macht. Diese Fahrzeuge werden ja hergestellt und sie werden von entsprechend kaufkräftigen Publikum auch gekauft. Und ich habe jetzt Ihren Parteikollegen Robert Habeck vor Augen. Und der arme Kerl muss jetzt irgendwie erneuerbare Energien installieren, mit großer Kraft gegen viele Widerstände. Und ich finde die Vision wahnsinnig interessant, dass wir erneuerbare Energie, Windkraft, riesige Windkraftwerke aufbauen, damit Leute mit 1100 PS durch die Gegend schüsseln können. Und da merkt man doch, das ist doch kein Weg. Mal davon abgesehen, dass durch das E-Auto der Kleinwagen ausstirbt, das können Sie sicherlich auch bestätigen aus Ihrem Verband. Und das kann doch kein Weg sein, die ökologischen und klimatologischen Probleme des 21. Jahrhunderts zu lösen. Jetzt muss man aber, glaube ich, sagen, kaufen Leute ja nicht nur diese Riesenfahrzeuge, sondern wir haben ja eine Tendenz, dass viele Leute immer mehr Fahrzeuge kaufen. Die Mobilität ist in vielen Sachen und unter vielen Gesichtspunkten untersucht worden. Männer fahren mehr Auto als Frauen. Wenn man eine Familie gründet, rutscht oft das Auto dann mit in die Familie hinein. Es gibt auch eine Tendenz, Frau Thiemann, die können Sie vielleicht bestätigen, junge Leute fahren eigentlich mehr Fahrrad, aber das Mehr an Fahrrad wird durch die Babyboomer aufgefressen, die automobil sind. Also es gibt auch noch diesen Altersunterschied. Also es ist nicht nur dieses Angebot, dass da Fabriken irgendwas herstellen, sondern es ist auch unser eigenes Verhalten, oder? Also zunächst einmal nochmal zu dem Punkt, was für Autos werden gekauft und werden sie einfach nur gebaut, weil Menschen sie kaufen wollen? Macht die Autoindustrie eigentlich nur das, was die VerbraucherInnen wollen, was der Kunde, die Kundin möchte? Dazu muss man natürlich auch sagen, die Autoindustrie wirbt ja ganz massiv für riesige Autos, sowohl für Verbrenner als auch für E-Autos. Und dass es einen CO2-Durchbruch gegeben hätte, das ist natürlich so nicht wahr. Also der Verkehr hat ein riesiges, fettes Klimaproblem. Seit 1990 hat er keinen Beitrag zum Klimaschutz geleistet.
Und das muss ich jetzt auch einmal kurz korrigieren, das Bild, weil das ist wirklich ein riesiges Problem. Was unter anderem auch daran liegt, dass SUVs die Vorteile und Einsparungen, die durch E-Autos erfolgen, auffressen, weil sie schwerer sind, weil sie mehr verbrauchen. Und was die Generation angeht, ich glaube, man muss sich immer genau anschauen, warum fahren Menschen Auto? Das sind ja nicht alles Menschen, die Auto fahren wollen. Also ich hatte neulich mal ein Gespräch mit einem Autokonzern, der mir eine Umfrage gezeigt hatte in verschiedenen Städten europaweit, wo Menschen gefragt wurden, wollen die eigentlich Auto fahren oder müssen sie Auto fahren? Also wollen sie Auto fahren, weil sie es so toll finden oder fahren sie Auto, weil sie keine Alternative haben oder die Alternativen schlecht sind? Und der Teil an Menschen, die wirklich Auto fahren wollen, weil sie es einfach lieben, weil sie es toll finden und es auch in Kauf nehmen, dann stundenlang im Stau zu stehen, der ist in dieser Umfrage etwa so ein Drittel gewesen. Die anderen beiden Drittel wollen entweder gar kein Auto fahren, müssen aber, weil es keine Alternativen gibt oder weil die nicht attraktiv genug sind. Und ich glaube, da kommen dann auch, wenn wir nochmal über Lösungsvorschläge für Städte und wie man den Wandel... Nicht mehr? Oh, gar nicht mehr. Okay. Jetzt hören wir es wieder. Ja, cool. Ja. Also, und nochmal zu dieser Frage, wann Leute sich ein Auto kaufen. Das ist in der Tat häufig, wenn sie Kinder kriegen. Jüngere Menschen kommen gerade in Städten ja auch häufig sehr gut ohne Auto klar. Es ist ja aber auch nicht so, dass alle älteren Menschen Auto fahren, sondern es ist ja auch gerade so, ab einem bestimmten Alter kann man vielleicht gar nicht mehr Auto fahren, aus gesundheitlichen Gründen. Sie hatten das vorhin selber mit Herrn Welzers Herzinfarkt angesprochen, wo ich gedacht habe, zum Glück sind Sie nicht ins Auto gestiegen. Ja, wir haben ja mehrere Diskussionen auch, wo Menschen ins Auto steigen, obwohl sie nicht in dem gesundheitlichen Zustand sind, hinterm Steuer sitzen zu dürfen und eigentlich ein Taxi nehmen sollten. Also das ist ja auch ein Punkt, wo ältere Menschen in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, wenn sie nicht mehr Auto fahren können und wenn es vor allen Dingen auch zu Fuß gar nicht sicher für sie ist. Also ich hatte neulich so eine Szene, wo ich einer älteren Frau über die Straße geholfen habe mit einem Rollator, die über so eine vierspurige Straße musste und wo die Ampelphase gar nicht lang genug grün war, damit sie in ihrem Tempo rüberkam. Und dann stand ich da plötzlich zwischen einem SUV, der mir bis zur Brust ging und der Frau mit dem Rollator, während die Ampel schon rot war für FußgängerInnen. Ne? Also extrem demütigend eigentlich, auch für ältere Menschen. Frau Klein-Hittpass, Sie haben auch das Mikrofon gezückt. Ja, das war eben, als es um die Größe der Autos geht. Ich spreche ja so ein bisschen aus der Perspektive der Städte. Und wenn die Menschen sich schöne große Autos kaufen, kann man erstmal sagen, ist es deren Privatentscheidung und da kann Stadt gar nichts gegen tun. Was wir aber beobachten ist, dass jetzt Verbände auf die Städte zugehen und sagen, wir brauchen größere Parkplätze und eure Parkhäuser sind zu klein. Also wieder ein neues Nutzungsanspruch, aber ein größerer Nutzungsanspruch für die gleiche in der Stadt ineffiziente Nutzung von Mobilität. Und ich möchte auf das Auto in den Köpfen hinaus. Wenn ich mir jetzt zu Hause ein Sofa kaufe, das passt nicht in meine Wohnung, sage ich auch nicht dem Vermieter, du musst eine Wand rausreißen, ich brauche hier ein paar Quadratmeter mehr. Wir gehen mit einer solchen Selbstverständlichkeit mit dem Bedarf und dem Autobedürfnis um, dass das einfach schreiend wird. Wir reden immer über fehlende Alternativen und ich weiß gar nicht, ob das tatsächlich immer so ist, dass die Alternativen fehlen oder ob dem Auto nicht das einfach alles zu einfach gemacht wird. Ja, das ist, was ich meine mit überall sind Parkplätze vorhanden. Wenn Sie eine Tiefgarage haben an Ihrem Arbeitsort, dann gibt es Untersuchungen, die sagen, wenn ich nicht nach einem Parkplatz suchen muss, ich da einfach in die Tiefgarage fahre, dann nehme ich am ehesten das Auto. Wenn ich vielleicht nach sicheren Abstellanlagen suchen muss oder vielleicht 800 Meter zur Bushaltestelle gehen muss, ist die Alternative unattraktiv. Ja, beim ÖPNV reden wir von Qualitätsstandards, 300 Meter, 400 Meter zu einer Haltestelle, das ist super. 400 Meter zum Parkplatz, das ist schon gefährlich, also das ist nicht mehr komfortabel. Also wir spielen wirklich in unterschiedlichen Ligen und das Auto bekommt einfach Vorteile, die anderen Verkehrsmittel nicht haben. Und wenn wir da eine Chancengleichheit hätten, glaube ich, sähe es tatsächlich auch nochmal anders aus. Wer ist wir? Die Verkehrsteilnehmer
Fahrerinnen in den Städten. Ich glaube, das gilt auch für viele Autofahrer. Das Auto ist bequem. Das kennen wir aus Kopenhagen. Warum fahren die Leute in Kopenhagen so viel Fahrrad? Das sind keine sehr umweltbewussten Menschen. Es geht mit dem Rad am schnellsten. Der Mensch ist bequem und er möchte es bequem. Wir machen es aber dem Auto bequem und nicht den Alternativen. Und da müssen wir einfach ran. Wobei ich die Frage, wer es wir, schon richtig finde. Also ich glaube, wir sollten aufhören in Schwarz und Weiß, täglichen Auto niemals. Das gibt es, also 80% der Haushalte haben ein Auto. Insofern haben wir auch wir hier auf dem Podium, vielleicht Herr Welzer nicht, außer mit der Polizei vielleicht, wenn Sie den Polizeiwagen noch gut finden. Da ist Teil der Realität, also Teil der Mobilität, Teil der Realität. Die Frage ist, wo nutzt man was? Das ist natürlich die entscheidende Frage. Insofern habe ich heute mal darüber reden und nicht sofort in eine Diskussion kommen, entweder oder, sondern gucken, was ist das Problem, wie können wir das baulich auch hinbekommen. Ich bin auch nicht dafür, dass jeder baulich ins Auto gezwungen wird. Das ist gar nicht mein Punkt. Es wird auch da andere Lösungen geben, übrigens auch mit Fahrzeugen andere Lösungen geben, durch die Digitalisierung, die auch die ÖPNV viel interessanter machen. Oder Carsharing-Modelle und so weiter und so weiter. Das sind alles ja Lösungen, die auf diese Realität der Menschen in den Städten, aber auch auf dem Land, sagen wir mal, zugeschnitten werden können. Ich glaube, darüber müssen wir reden. Und nicht in diese Haltung, bist du für oder dagegen. Das kenne ich seit wirklich vielen, vielen Jahren. Und wir übersehen dabei, dass es ganz neue Möglichkeiten gibt, die sich da anbieten. Ja, okay, also kann ich sogar mitgehen. Es geht jetzt nicht das Für oder das Wider. Es gibt genug Menschen, die noch Auto fahren wollen. Es geht aber tatsächlich um gleiche Chancen und gleiche rechtliche Rahmen und vielleicht auch Flächengerechtigkeit und auch über Kostenwahrheit müsste man dann vielleicht auch noch reden. Und wir sollten vielleicht mal über die Elektromobilität reden. Jetzt ist über ganz, ganz viele Jahre oder wir haben es kommuniziert und ich glaube, das hat sich ein ganzes Stück in der Gesellschaft auch verfestigt. Die Elektromobilität ist die Alternative. Es werden Ladesäulen gebaut, es gibt Kaufprämien für E-Autos. Wenn man es recht überlegt, wenn der letzte Verbrenner durch ein E-Auto ersetzt worden ist, haben wir immer noch nicht mehr Platz. Das Problem ist also nicht gelöst. Aber wir haben in den vergangenen Jahren massiv das kommuniziert, E-Mobilität ist eine Lösung. Auch die Dresdner Verkehrsbetriebe sind mit Ladesäulen kräftig dabei. Nun, erstmal sind wir ja schon seit vielen, vielen Jahrzehnten elektrisch mit der Straßenbahn. Die Elektromobilität ist ja gar keine segensreiche Erfindung der letzten Jahre. Und auch wenn man hier im Museum sich bewegt, sind die ersten Autos ja auch zum Teil elektrisch gefahren. Also das ist ein alter Schuh. Und ich glaube, da gehört eher auch wirklich die Wahrheit und Ehrlichkeit dazu. Viele der Probleme lösen wir nicht durch die Elektromobilität. Ein elektrisches Auto braucht den gleichen Parkraum. Auch Elektroenergie muss irgendwie erzeugt werden. Und da ist der Nahverkehr natürlich zweifelsfrei mit dem bündelnden Charakter einfach besser. Und ich glaube, es ist gar nicht die Diskussion jetzt, was ist das bessere Mittel. Wir müssen doch anerkennen, dass wir klimatisch im Moment aus Sicht der Umweltemissionen, Riesenherausforderungen haben und wir brauchen eine Verkehrswende. Und das kommt mir ein bisschen gerade in der Diskussion sehr kurz. Ich sag mal, das eigentliche Thema ist doch gar nicht, das Auto zu verteidigen, sondern zu sehen und anzuerkennen, dass wir dringend einen Change brauchen. Und wenn wir den nicht in den Städten vollziehen, wo der Nahverkehr gut ausgebaut ist, wo man auch typischerweise kürzere Wege hat, also wenn man da nicht das Auto mal anfängt zu entmythifizieren, wie sollen wir denn dann jemals im ländlichen Bereich eine Verkehrswende hinbekommen, wo das Auto bestritten einen ganz anderen Stellenwert hat. Und ich glaube, da müssen wir dran arbeiten, da müssen wir auch gemeinsam in der Stadtgesellschaft unsere Bequemlichkeit ablegen und gemeinsam darum ringen, dass wir dort viel breiter mit modernen, attraktiven Verkehrsmitteln, aber umweltschonend unterwegs sind, weil das ist die Lebensqualität, die wir auch brauchen, um auch einfach für unsere nachwachsenden Generationen dann ein ordentliches Angebot zu bringen. Sie hatten geguckt, Frau Kleinhit, was wollten Sie? Ja, ich könnte jetzt noch ergänzen, ich stimme zu und wir brauchen einfach beides. Wir brauchen die Elektrifizierung der Antriebe und dann brauchen wir das, was wir in der Stadt die Mobilitätswende nennen. Und die Lösungsmöglichkeiten und Lösungswege sind auf dem Land andere. Da sind sie vielleicht, liegen sie vielleicht zuerst in der Elektrifizierung und in der Stadt liegen sie dann in einer Vielfalt von Mobilitätsoptionen, die kurze Wege das Auto überflüssig machen lässt. Zu diesen Angeboten in der Stadt gehört auch das Carsharing. Auch da, also viele Leute teilen sich ein Auto.
Das hört sich toll an, aber wenn man genau hinschaut, inzwischen wissen wir, Carsharing verführt durchaus auch Menschen, kurze Strecken, die sie beispielsweise früher zu Fuß oder mit dem ÖPNV zurückgelegt hätten, dann doch auch mit dem Auto zurückzulegen. Nur ein Einzelfall zu vernachlässigen? Also das ist eine Diskussion. Wir machen Carsharing bei DVB jetzt, ich glaube seit 15 Jahren, in Kooperation. Wir betreiben es nicht selber. Und die Diskussion ist so ein ganz, ganz alter Schuh. Ich sag mal, erstmal gibt es bislang ja überschaubare Carsharing-Angebote. Also ich sag mal, da wächst der Verkehr nicht auf, sondern wir haben in Summe die Anzahl der PKWs, die auf den Flächen der Stadt sich verteilen, da reduziert, weil sich ja einfach Menschen ein Auto teilen. Und es mag vielleicht sein, dass der ein oder andere eingangs ein bisschen mehr Auto fährt, stellt dann aber fest, dass die Kostenwahrheit und Klarheit ihn typischerweise eines anderen belehrt. Er merkt nämlich, dass er für jede Fahrt bezahlen muss und damit verändert sich das Mobilitätsverhalten relativ schnell. Das ist so die Diskussion wie mit den E-Rollern oder mit den E-Fahrrädern. Ich meine, natürlich kann ich sagen, ein Fahrradpedalbetrieben, wie ich es tue, ist besser als ein E-Fahrrad. Ich freue mich über jeden, der auf dem E-Fahrrad sitzt. Meine Frau würde sonst nicht Fahrrad fahren, die würde sonst Auto fahren. Macht sie manchmal auch, ja. Aber insofern ist das E-Fahrrad doch da immer besser, als wenn sie sich anders bewegt. Und insofern, glaube ich, sollte man nicht diese modernen, ich sag mal, Möglichkeiten verdammen, sondern auch anbieten und die Breite und die Pluralität nutzen, weil da in Summe ein gutes Angebot rauskommt, was eine Veränderung darstellt. Jetzt sagen Sie alle, wir müssen das ändern. Aber wie müssen wir es denn ändern? Denn ich hatte eingangs die Zahl ja gesagt. Also wir haben immer noch einen Zuwachs an Autos. Wir haben einen super Zuwachs an Mobilitätsangeboten im ÖPNV. Und wenn man jetzt mal Corona beiseite lässt, eine sehr, sehr besondere Situation. Nichtsdestotrotz, auch vor Corona sind die Autos mehr geworden. Also das, wir müssen das jetzt nicht uns darauf nur konzentrieren. Also irgendwas scheint ja trotzdem schief zu laufen. Die Frage, was müssen wir ändern? Das will ich nochmal einführen. Und das Erste ist für uns alle, glaube ich, die Pariser Klimaziele. Und die sind, sozusagen haben die Kollegen zu Recht angesprochen, natürlich im Verkehrsbereich, dieses Jahr haben wir sie auch gerissen, die Ziele. Das ist Corona-bedingt nicht viel gewesen, aber absehbar wird es mehr werden. Das heißt, ohne die Elektrifizierung der Automobilität werden wir diese Ziele nicht erreichen können. So, und das habe ich vorhin gemeint. Ich weiß, dass die Zahlen rückliegend schlecht sind. Nach vorne hin ist aber es machbar. Wir werden in Deutschland erleben, dass wir deutsche Anbieter 150 Modelle auf den Markt bringen werden, auch kleinere übrigens, nicht nur diese großen, das hat auch andere Gründe. Die ganze Palette wird da sein. Aber dieses Ziel, was für mich wirklich ein, sagen wir mal, grundlegendes Ziel ist, diese Ziele einzuhalten, Pariser Klimaziele, wird im Automobilbau sozusagen beantwortbar sein. Das finde ich einen richtigen Gamechanger in diesem Bereich, was all die Jahre sozusagen vorher anders bewerkstelligt werden müsste. Das Zweite ist sozusagen, was müssen wir ändern in dem Zusammenleben, sage ich mal, der Mobilitätsansprüche in den Ballungsräumen und im ländlichen Räumen. Und das müssen wir, glaube ich, ist natürlich eine Mühsal der örtlichen Diskussion auch der baulichen Voraussetzungen und der Angebote. Und das stimmt schon, natürlich diese Roller, die mich privat auch ziemlich nerven eigentlich, ehrlich gesagt, die substituieren ja offenbar den ÖPNV. Also da müssen wir auch, glaube ich, gucken. Ja, das ist wohl so, aber wenn die Mobilität sich so verändert, werden wir auch als ÖPNV-Anbieter in die Märkte reingehen müssen, glaube ich. Aber nochmal, das ist dann ein ein Problem in den Städten und auf dem Land. Aber das Thema der, sagen wir mal, Klimafolgen, das halte ich wirklich absehbar für technologisch beantwortbar. Wir werden da noch Jahre für brauchen, der Hochlauf muss schnell gehen. Der Flaschenhals dafür ist die Ladestruktur. Dresden ist gar nicht schlecht dabei, bundesweit, was das angeht. Aber darauf müssen wir uns fokussieren, glaube ich. Insofern ist, glaube ich, das Thema auch, was müssen wir jetzt tun? Wir müssen zum Beispiel in der Ladestruktur viel, viel schneller werden. Das ist sozusagen ein wichtiger Aspekt. Der andere Punkt ist dann die Debatte in den Städten, in den Orten, die Nutzungsbedingungen vor Ort. Wie kriegen wir die Leute wieder in die Stadt? Wie kriegen wir Leute weg nach Corona von Amazon, dass sie wieder vor Ort einkaufen? All die Debatten haben wir ja auch. Und Sie hatten Erfahrung mit Lieferfahrzeugen. Das sehen wir überall. Also da hat sich ja auch viel entwickelt. Das muss beantwortet werden. Aber das muss vor Ort, glaube ich, in der Stadtplanung auch beantwortet werden. Frau Klein-Hittbass, Sie haben gesagt, also man muss überzeugen, indem man Alternativen auch anbietet. Ich
Ich sehe ja, es werden in den Städten, also lassen wir mal das Lande jetzt außen vor, in den Städten werden unendlich viele Alternativen angeboten. Aber unsere Gewohnheiten, wir lieben unsere Gewohnheiten, wir rechnen uns unsere Gewohnheiten schön. Wenn ich, Entschuldigung, einfach mal so dazwischen grätsche, man muss sich ja da auch nicht größere Rätsel aufbauen, als irgendwie es nötig ist. Also wir lieben unsere Gewohnheiten. Die Gewohnheiten hängen natürlich von dem Angebot ab. Wenn man ein hervorragend ausgebautes öffentliches Personennahverkehrssystem hat, was möglicherweise sehr günstig sein könnte oder vielleicht sogar kostenlos sein könnte, dann wird man sehen, dass das so viele Vorteile bietet, dass Menschen das nutzen. Die Schweiz bietet dafür ein ziemlich gutes Beispiel und ist ja kein sehr exotisches Land ansonsten. Da kann man sich anschauen, wie hoch der relative Anteil der Nutzer öffentlicher Verkehrsmittel im Vergleich zur Bundesrepublik ist. Und solche Angebotsstrukturen werden ja nicht sozusagen in idealen Welten geschaffen, sondern sie werden interessegeleitet geschaffen. Und nachdem wir halt eine Autokultur sind und eine Autogesellschaft sind und Autolobbys sehr einflussreich sind und so weiter, die Automobilität immer noch ein hochgradig geförderter Teil unseres Mobilitätspatterns sind, insgesamt muss man sich nicht künstlich verrätseln, warum das so ist, dass Menschen Autos benutzen. Und wenn sie zum Beispiel wie bei diesen Elektroautos riesige Summen kriegen, um die Dinger zu kaufen, ist das auch nicht besonders rätselhaft, warum sie das tun. Man kann ja, wenn man geschickt ist, eigentlich umsonst Auto fahren, wenn man die Dinger relativ kurz nutzt und die Prämien abgreift und die wieder abgibt. Ja, das sind ja alles Dinge, da muss man sich dann nicht wundern, dass Gewohnheiten sich nicht verändern, sondern Leute suchen schon auch ihre individuellen Vorteile. Aber man muss es umgekehrt diskutieren und gucken, was wäre denn für eine klimagerechte Gesellschaft ein angemessenes Mobilitätssystem. So rum müssen wir doch fragen und nicht, wie kriegen wir die Autos CO2-freier. Das ist ja sozusagen vom völlig falschen Ende her gedacht. Und das wird eben auch, weil das Ganze sich in einem Marktgeschehen abspielt, eben genau zu diesen Ergebnissen führen, dass diese Schüsseln immer größer, immer stärker und sonst was werden. Und dann sagt man, ja, aber die Leute haben halt diese Ansprüche. Die möchten gerne 1000 PS durch die Gegend bewegen. Und insofern, ich bin da wirklich dafür, die Frage ernst zu nehmen, und zwar viel ernster als der VDA. Was erfordert das 21. Jahrhundert? Und das ist ja nicht nur das CO2-Ding, wo wir die Fiktion haben, dass das technisch lösbar ist und dieses berühmte, tolle, mythische Wort der Dekarbonisierung, was wir dann 2050 wundersamerweise erreichen. Da ist ja überhaupt noch nichts an dem Gesamtspektrum der ökologischen Probleme gelöst. Und diese ökologischen Probleme haben unter anderem den fundamentalen Grund, dass einfach unfassbar zu viele Ressourcen verbraucht werden, weshalb unfassbar zu viel emittiert wird und unfassbar zu viel entsorgt werden muss hinterher und sozusagen die Welt in eine vollständig artifizielle verwandelt wird auf diese Art und Weise. Und wer glaubt, dass man mit der Reduktion oder gar der Annullierung von CO2-Emissionen die Probleme lösen kann, das ist eine wichtige Sache, das zu tun, das wird ja niemand irgendwie abstreiten, aber damit ist doch überhaupt das grundlegende Problem der Zerstörung der Überlebensbedingungen überhaupt nicht tangiert. Ja, da Sie mir die Frage gestellt haben, erlaube ich mir noch kurz eine Ergänzung, und zwar Richtung, also das stimmt, ich gehe jetzt wieder auf die Ebene der Städte. Und das stimmt, wir brauchen die Alternativen. Was wir aber auch brauchen, das ist jetzt auf der Mikroebene vielleicht ein bisschen auch das, was mein Vorredner gesagt hat, wir brauchen Push-Maßnahmen. In der Verkehrsplanung reden wir von Pull-Maßnahmen, das sind die attraktiven Alternativen, und Push-Maßnahmen sind die, die im Prinzip die Nutzung des Autos erschweren. Das hören wir nicht so gerne, das hören die Verkehrsteilnehmenden nicht so gerne, aber genau ist das ist es, was wir brauchen auf einer städtisch-planerischen Ebene. Auf einer politischen Ebene sind es dann natürlich vielleicht auch ja erstmal das Abschaffen umweltschädlicher Subventionen, was eben so genauso das Autofahren
befördert. In Dresden wurden jetzt das erste Mal seit langer Zeit, glaube ich, die Parkplatzpreise deutlich erhöht. Das wäre so eine Maßnahme. Ja, unattraktiv machen. Idealerweise, wenn es gesamtgestädtisch ist und nicht jetzt nur drei Straßen Geld kosten. Aber das ist ein Beispiel. Wenn Sie mal überlegen, Sie fahren mit Ihrer Familie am Wochenende in die Stadt mit dem Auto. In vielen Städten können Sie kostenfrei parken. Jetzt fahren Sie mit Ihrer Familie mit dem ÖPNV. Was müssen Sie dafür zahlen für die Hin- und Rückfahrt, wenn Sie kein Monatsticket haben? Und das ist genau das, was ich meine mit, wir müssen uns ehrlich machen, was die Kosten angeht. Das sind einfach ungleiche Bedingungen. Und da ist das Parkraummanagement oder eine gesamtstädtische Parkraumbewirtschaftung tatsächlich ein gutes Instrument. Das umfasst dann beispielsweise Kurzzeitparken in der Innenstadt, sodass der Kinobesuch in der Mobilität von den Kosten vergleichbar wird, wie wenn ich mit der Familie den ÖPNV nutze. Das gilt aber auch fürs Bewohnerparken. Ja, das sind ja auch Flächen, das kostet die Städte was. Die zahlen Geld dafür, dass ein Parkplatz aufrechterhalten, bewirtschaftet, beleuchtet wird. Das zahlen alle. Und ja, damit kann man tatsächlich viel erreichen und man kann auch Verkehre steuern. Man kann Verkehre lenken und man kann Verkehre steuern. Und deswegen ist es, wenn wir von kommunaler Verkehrsplanung reden, tatsächlich eins der schärfsten Instrumente, die wir zur Verfügung haben. Ich würde ganz kurz was empirisch ergänzen dazu. Wir können ja eine Relation herstellen zwischen den durchschnittlichen Mietpreisen in deutschen Städten und der Belegung der Stadtfläche durch parkende Autos. Das ist ja total interessant. Wir haben in der teuersten Stadt der Bundesrepublik in München 12,6% der Stadtfläche reserviert für parkende Autos. Das muss man sich mal reinziehen. Das muss man sich mal reinziehen, sowas. Ja? Und das können Sie dann unterschiedlich abbilden für Frankfurt, für Stuttgart, für Potsdam, für Dresden und so weiter. Wenn die Städte das überhaupt wissen. Wir haben ein soziales Konfliktthema mit Recht. Das ist zu teurer Wohnraum, zu teure Mietpreise und so weiter, soziale Ungleichheit, die dadurch verschärft wird. Wir haben ein Klimaproblem allererster Güteklasse, wir haben ein Raumproblem in den Städten, aber niemand redet über solche basalen Zahlen, die ich lustigerweise gar nicht aus der Ökoabteilung habe, sondern weil mich mal freundlicherweise der Bundesverband Parken, den gibt es auch, eingeladen hat, einen Vortrag zu halten und dann habe ich deren Daten studiert und siehe an, da kommen dann solche Sachen bei raus und sowas diskutieren wir überhaupt nicht öffentlich. Das ist total abgedreht. Und wie man sich das leisten kann, also wie man sozusagen auf Grundlage einer selbstverständlichen, unbewussten politischen Haltung es sich leisten möchte, parkende Autos zu subventionieren, das finde ich, gehört auch zu den ungelösten Rätseln der Menschheit. Ich würde gerne auf den ÖPNV ja dann, also Sie reden darüber, dass wir Alternativen schaffen müssen und dass die auch die einen also ein Bonus- oder ein Malus-System, dass wir das praktizieren. Jetzt gibt es seit, sind das 10, 14 Tagen, die Diskussion um das Entlastungspaket, zu dem ja unter anderem auch gehört, dass man, so ist die Idee in Berlin entstanden, für 9 Euro im Monat ein ÖPNV-Ticket nutzen kann. Jetzt müssten Sie ja vor Freude gar nicht in den Schlaf kommen, Herr Masbach, weil das ist ja ein Programm, also aus Bundesmitteln auch noch finanziert, das lockt die Leute in den ÖPNV und das über 3 Monate. Das ist ja auch so eine Zeit, also Gewohnheiten endet man nicht innerhalb von wenigen Tagen, aber 3 Monaten könnte sicher was tun. Und trotzdem, als wir vergangene Woche miteinander telefonierten, hatten Sie tiefe Furchen auf der Stirn und sagten, oh, das ist schwierig. Ja, so ist das manchmal mit den Geschenken, die man da so bekommt. Nicht? Man guckt ja auch über den Tag hinaus und fragt, was ist denn nach diesen 3 Monaten dann? Nicht? Was ist also während der 3 Monate und was ist nach diesen 3 Monaten? Hätte man uns vor einem Jahr gesagt, 2,5 Milliarden gibt es für den ÖPNV, dann hätten wir, glaube ich, ganz viele tolle Ideen gehabt. Wir hätten Angebote aus der Taufe gehoben, wir hätten Fahrzeuge gekauft, wir hätten Personal eingestellt, wir hätten uns viele Gedanken gemacht. Jetzt müssen wir innerhalb von 6 Wochen synchron zur Spritpreisabsenkung, da sind wir wieder bei so einer absoluten
ja, Absurdität, nicht? Also ich sage mal, kein Mensch wird ja mitbekommen, ob an der Tankstelle überhaupt der Spritpreis rauf oder runter geht. Das ist ja marktgetrieben. Und stattdessen wird Schaufensterpolitik betrieben und für 9 Euro das ÖPNV-Ticket angeboten. Das ist eine einmalige Chance für uns. Die werden wir versuchen zu nutzen. Aber wir werden auch zu erklären haben, warum denn nach diesen 3 Monaten das Ticket dann nicht mehr bei 9 Euro ist. Und was denn der wahre Preis für den ÖPNV ist. Und das sind natürlich schon Antworten, die uns dann nicht so schnell mehr einfallen, weil der Bund dann nicht mehr Seite an Seite bei uns steht. Und dann sind wir wieder auf dem Boden der Tatsachen. Dann sind wir wieder da, wo wir heute stehen. Also insofern, ja, wir werden da schon irgendwas draus machen. Wir werden das Beste geben, wir werden Gas geben. Aber nein, kein Gas geben. Also, Entschuldigung, nicht Gas geben. Wir werden Strom ganz geben. Ganz viel in Bewegung setzen. Aber es ist auch eine ganz schön harte Arbeit und für die 2,5 Milliarden hätte man auch bessere Ergebnisse mit einer klugen Vorbereitung bekommen können. Frau Thiemann hat sich zu Wort gemeldet. Ich würde trotzdem noch ganz gerne wissen, wann kommt es denn nun endlich? Also Sie denken schon danach an die Zeit danach, wie bringen wir es den Leuten bei? Aber ich würde mich ja freuen, wenn wir endlich mal wüssten, wann es kommt. Wissen Sie es denn? Oder kennen Sie jemanden, der es weiß? Also der Mailserver bis 17 Uhr heute war der Rede, am 1. Juni geht's los. Ist das wirklich eine... Ich will mal fragen, ist das wirklich eine kluge Entscheidung im Juni? Dann fangen wir im Juni an, im Juli gehen die Ferien los. Sie fragen die falsche Persönlichkeit. Nein, das tue ich nicht, weil der... Ich hätte noch eine Stunde mehr gehirnt in dieser Nacht der Bundeskoalition und hätte da vielleicht auch noch ein paar kluge andere Gedanken gehabt. Dann wären es 12 Stunden gewesen und ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich viel besser gewesen wäre, was dann rausgekommen ist. Aber Frau Thiemann, bitte. Ja, dazu muss man ja sagen, wir bewegen uns auf Bundesebene auf einem ziemlich absurden Level, was die Debatte angeht. Jetzt, wenn ich auch höre, dass wir nicht genug Schilder in Deutschland hätten, um ein Tempolimit umzusetzen. Aber nochmal zu diesem Entlastungspaket. Also da dreht es sich ja wirklich um den Kern, die soziale Frage. Denn diese Steuersenkung auf Spritpreise ist ja wirklich absolut absurd, weil es eben vor allen Dingen auch Gutverdienende davon profitieren. Und wir ja jetzt gerade in diesen Zeiten nicht im luftleeren Raum diskutieren. Also es zeigt halt einfach wieder, wir sind in einer krassen Abhängigkeit, nicht nur vom Auto, sondern von Öl. Und wenn wir über Klimaziele reden, müssen wir auch einfach mal klar ansprechen, wir müssen Verkehr unabhängig vom Öl organisieren. Und dafür reicht es natürlich nicht, die Antriebe zu wechseln, sondern wir haben jetzt fast 50 Millionen Pkw in Deutschland. Wenn wir die jetzt rein elektrisch fahren würden, dann wäre auch nicht viel gewonnen. Da würden wir Klimaziele auch nicht erreichen. Es braucht weniger Autos und dafür braucht es auch ein neues Geschäftsmodell der Autoindustrie, die sich nicht mehr zum Ziel nehmen darf, immer mehr Autos zu verkaufen, sondern die sich mal wirklich innovativ diesen derzeitigen Problem und Herausforderungen stellen muss. Aber das muss man eben auch sagen, wir brauchen auch die Antriebswende. Wir brauchen den Ausstieg aus dem Verbrenner. So wie Herr Welzer meinte, wir müssen aufhören. Wir müssen aufhören, neue Diesel und Benziner zu verkaufen, um uns unabhängiger vom Öl zu machen. Und was ja auch zu beobachten war bei dieser Spritpreisdebatte, ist, dass das ja die Mineralölkonzerne waren, die Preise hochgetrieben haben. Denn der Ölpreis blieb gleich, während Diesel- und Benzinpreise stiegen. Und da muss man ja auch sagen, wer profitiert hier gerade von dieser Krise, von der Energiekrise und eben auch von dem Krieg? Und da muss ich einfach sagen, wir müssen unabhängig von so schamlosen Industrien werden. Ich will vielleicht trotzdem als Fußnote noch sagen, oder ich formuliere es als Frage, weil Sie es angesprochen haben, Frau Thiemann, diese Absenkung der Energiesteuer auf Kraftstoff. Ich bin mir nicht so sicher, wenn wir diese Diskussion nicht in der Großstadt Dresden führen würden, sondern im ländlichen Raum, ob wir da nicht eine andere Haltung bekommen. Also wir sind hier in einer Umgebung, wo ich tatsächlich aus einer Menge Verkehrsmitteln auswählen kann, wie ich sie nutze. Nur mal nach 20 Uhr vielleicht nach Ostsachsen zu fahren und dann können Sie versuchen, da können Sie Rufbus rufen, es wird Sie niemand hören, es wird auch kein Bus mehr fahren. Es kann Ihnen auch passieren, dass dort nicht mal ein Taxi unterwegs ist, dass Sie ein Taxi kriegen. Also ich will es nur als Fußnote kurz erwähnen, damit das hier nicht ganz... Wir können da auch gerne nochmal drauf eingehen, also weil das ist ja kein Widerspruch. Und gerade deswegen braucht es ja Entlastung für die Menschen, die tatsächlich, ich meine, wir reden jetzt über Verkehr, aber wir haben gerade das Problem nicht nur beim Verkehr, wir haben es bei Lebensmitteln, die teurer werden, wir haben es aber eben auch bei Energiepreisen, ja, also die
Gasheizungen, Rechnungen kommen noch und davon werden die Menschen ziemlich krass betroffen sein. Auch die, die gar nicht genug Geld haben, um überhaupt ein Auto zu haben. Aha. Und das Problem ist eben da gibt es klügere Ansätze wie Energiegeld, was auch den Menschen auf dem Land helfen würde und weitere Verbesserungen und auch billigeren ÖPNV. Aha. Ich habe ein Zeichen bekommen, dass es in der Zwischenzeit doch eine ganze Menge Fragen von im Chat gibt und ich möchte Sie, wir hören mal ein paar Fragen und ich möchte Sie aber auch bitten, auffordern, die Mikrofone zu nutzen und hier Ihre Fragen zu stellen, aber zunächst sind eine Menge gekommen. Ja, also vielen Dank für die vielen Fragen, deswegen müssen wir auch ein paar auswählen und Sie können weiterhin auch Fragen stellen, einfach den Link fmd22 aufrufen. Ich gehe so ein bisschen nach der Relevanz und das, was gerade im Gespräch aufgekommen ist, und zwar die Frage nach den 9-Euro-Tickets. Was hätten Sie sich denn als letzte politische Entscheidung eher gewünscht, das 9-Euro-Ticket oder ein kostenloses Angebot des ÖPNVs? Vielleicht gebe ich die Frage an Sie, Herr Hemmersbach. Die Frage ist an sich weder hüben wie drüben noch klug zu beantworten, weil die Dramatik dieses Angebotes ist, es auf 3 Monate befristet. Das ist eine Experimentalphase, wo wir dann 3 Monate, ich sag mal, im Moment überhaupt nicht verzahnt in die tatsächlichen Gegebenheiten ein Experiment wagen, was wir dann alle zu interpretieren haben. Und dann sind wir nach den 3 Monaten wieder zurück in der Realität. Ich glaube, das ist das Schwierige, dass wir jetzt einen Experimentalraum betreten, ohne überhaupt vorher mal diskutiert zu haben und abgewogen zu haben, wo wollen wir denn auf Dauer hin? Und wenn wir dauerhaft den ÖPNV stärken wollen, dann müssen wir Angebote anbieten. Dann müssen wir, wie ja eben skizziert, im ländlichen Bereich auch Dinge anbieten. Wir müssen im städtischen Verkehr noch nachstärken. Und da wäre es besser gewesen, etwas Verstetigendes anzubieten, als jetzt temporär, sehr kurzfristig, die Preise abzusenken, damit Nachfrageboom zu erzeugen, dem wir in der Branche an sich ja nur sehr begrenzt entgegnen können. Wir haben weder Fahrzeuge noch Personal dafür vorgehalten. Also insofern ein verstetigtes Angebot wäre eine klügere Variante gewesen. Wobei, also ich meine, es ist keine Reaktion, keine, sagen wir mal, verkehrspolitische Lenkungswirkung. Das war gar nicht intendiert. Es geht darum, auf einen Krieg zu reagieren, auf steigende Kosten, die auch dadurch kommen, dass wir zu wenig erneuerbare Energien ausgebaut haben. Deswegen auch von mir ausdrücklich, was wir jetzt erleben, ist auch ein zu wenig erneuerbare Energienausbau der letzten Jahre. Ganz einfach. Insofern sage ich auch als VDA, was wir machen müssen, ist dieser Weg erneuerbar, erneuerbar, erneuerbar. Das brauchen wir. Und dass wir da sozusagen jetzt noch durch Russland jetzt nochmal drauf gedrängt werden, das ist bitter, das zu sehen natürlich. Aber deswegen bin ich völlig überein. Wir müssen aus dem Öl herauskommen. Und ich glaube schon, vielleicht ging das zu Ihnen, dass eine Flotte von 45 Millionen Fahrzeugen mit Windenergie angetrieben eine Antwort sind, die sozusagen Klimaziele erreichen lassen. Deswegen, die Rechnung verstehe ich nicht ganz, aber insofern glaube ich das schon. Aber die jetzige Maßnahme, Stichwort 9-Euro-Ticket, ich glaube, sollte man nicht überbewerten als mobilitätspolitische Maßnahme. Aha. Es gibt weitere Fragen. Ja, eine der meistgelikedesten wäre, passt jetzt gerade zu Ihrem angesprochenen Thema, und zwar, wie können wir Verfahren für Neubauten, neue Fahrradwege, Bahnstrecken, Umgestaltung von Parkplätzen beschleunigen und skalieren? Also wie kriegen wir das hin, dass es schneller funktioniert? Vielleicht fühlt sich jemand... Na, ich glaube, schneller ist das Thema schlechthin in allen Bereichen. Insofern glaube ich, das ist eine gute Frage und eine schwere Antwort, wer das die letzten Jahre verfolgt hat. Wir müssen schneller werden in allen Bereichen. Das gilt für Neubauten im Verkehrsbereich, das gilt auch in Neubauten auch bei Industriebauten zum Beispiel, aber vor allem natürlich im Ausbau von Windenergie und in meinem Metier Energie und Ladesäulen. Und das gilt aber auch ausdrücklich auch für das Thema bauliche Maßnahmen im Bereich Verkehr, Radverkehr und so weiter, ÖPNV. Ich glaube, schneller werden müssen wir alle lernen, dass wir das machen müssen und manche Dinge müssen dann eben vielleicht zurückstehen. Es gibt auch viele Dinge, die effizienter gestaltet werden können, glaube ich, aber schneller werden ist das Gebot der Stunde. Und aha, das meine ich jetzt nicht als Auto, sondern schneller werden in Planung und aha, Umsetzungsprozessen. Aha. Also wir werden es nicht hinbekommen, schneller zu bauen. Das Drama ist der Vorlauf, bevor wir ins Bauen kommen. Das sind die ganzen Planrechtsverfahren. Das sind aber auch die Diskurse, die es braucht, bis man sich verständigt hat, was man denn überhaupt bauen möchte. Und ich glaube, da brauchen wir wirklich einen gesellschaftlichen Ruck, um das berühmte Wort aufzunehmen.
wir neigen dazu, ich sag mal, ganz, ganz lange abzuwägen, nach einem Maß an Betroffenheiten zu suchen, zu forschen. Das hat inzwischen Dimensionen erreicht, die gehen in einem Wirtschaftsraum immer weniger unter einen Hut zu bringen. Und wir brauchen da wirklich eine gesellschaftliche Akzeptanz, dass wir einige Dinge verändern wollen. Dafür braucht es dann die oberen Zielsetzungen, Klimawende, die wir haben. Wir haben das Thema Verkehrswende, Energiewende. Und wenn wir da nicht auf einen Konsens kommen und sagen, diese Dinge werden auch etwas anders beäugt, als es heute der Fall ist, wo die Rechte der Individuen sehr, sehr hoch von den Gerichten geachtet werden, das ist langjährig verprobte Verfahren, werden wir unser blaues Wunder erleben, in Anführungszeichen, weil wir dann die klimatischen Ziele, die wir uns gesetzt haben, nicht erreichen werden. Also wir müssen gesellschaftlich eine andere Akzeptanz für solche Vorhaben finden. Frau Klein-Hittpass und dann Herr Professor Welzer. Ja, wir müssen natürlich differenziert betrachten, reden wir von Windrädern, U-Bahnen oder Radwegen. Ich glaube, für die kommunale Verkehrsplanung kann man sagen, erstmal anfangen und auch ein bisschen mutiger sein. Ja, also wenn ich jetzt beispielsweise an die Radwege und den Radwegebau denke, gab es in der Corona-Krise, ich weiß nicht, ob Sie es mitbekommen haben, die sogenannten Pop-up-Radwege. Da hat man einfach bestehende Planungen relativ schnell umgesetzt. Das war unter dem Motto eine Woche nachdenken, eine Woche umsetzen. Und wir in Deutschland neigen dazu, erst mit der perfekten Lösung rauszugehen. Und ich glaube, ein Schritt kann sein, mit der guten Lösung rauszugehen, dann zu evaluieren, nachzubessern und weiterzumachen. Zweiter Schritt kann sein, viele kleine Schritte umsetzen, und zwar sukzessive. Das ist das, was beispielsweise auch wieder Kopenhagen macht. Die entwidmen pro Jahr 2% der Parkplätze. Das ist unterhalb der Wahrnehmungsgrenze. Nach 5 Jahren hat man dann, das kann man nicht einfach 10% sagen, aber hat man dann x% Radwege entwidmet. Wir reden und diskutieren darüber, wie können wir so und so viel Prozent der Parkplätze wegnehmen und diskutieren und diskutieren. Und ich glaube, wir sind jetzt auf ganz unterschiedlichen Ebenen unterwegs, aber es gilt in vielen Bereichen auch erst einmal mutig anzufangen und dann vielleicht auch nachzubessern. Vielleicht auch eine andere Planungs- und auch damit verbundene andere Fehlerkultur. Was willst du? Also ich wollte was ganz Ähnliches sagen. Also mit Pop-up-Radwegen und diese ganzen Geschichten, das hat man ja tatsächlich während Corona gesehen. Man hat aber auch internationale Beispiele seit Jahrzehnten. Also ich kann mich noch erinnern, als der Broadway in einem Land, was völlig autofixiert ist, in einer Stadt, die völlig autofixiert ist, wo überhaupt niemand Fahrrad gefahren ist, der nicht suizidgeneigt gewesen ist, den Broadway verkehrsberuhigt hat. Und zwar von einem Tag auf den anderen, indem man Blumenkübel hingestellt hat und Markierungen gemacht hat, bingo, und das war's. Und diese Geschichten haben ja eine ganz besondere Qualität, nämlich nicht darüber zu reden, wie es wohl wäre, wenn man das macht und welche Folgen das wohl hätte für wen und den Einzelhandel, sondern man hat einen realen Erfahrungsraum und kann sich angucken, wie das funktioniert. Und siehe da, meistens funktioniert es viel unkomplizierter. Das ist der eine Punkt, und wir haben ja eine Strategie, Dinge nicht zu verändern, indem wir Institutionen schaffen, die dafür da sind, sich damit zu befassen. Ja, ne, das ist so. So funktioniert. Wenn du nicht mehr weiter weißt, gründest du einen Arbeitskreis. Ja, ein Arbeitskreis oder ein Ministerium oder eine Unterabteilung oder ein Unterstaatssekretär oder sonst irgendwie was, damit man das eben nicht verändert, aber sagt, wir arbeiten dran. Und einen anderen Punkt wollte ich noch sagen, als anschauliches Beispiel. Wir haben ja die Ölpreiskrise 1973 gehabt. Vielleicht gibt es Menschen, die sich vom Lebensalter her noch daran erinnern können. Das war übrigens der erste Augenblick, wo in den westlichen Gesellschaften die Erkenntnis oder die Frage aufkam, wie kommt unser Öl unter deren Sand? Ja, weil die OPEC hatte die Preise eben erhöht und dadurch gab es plötzlich dieses Problem, was wir jetzt auch haben. Und was war die Reaktionsbildung auf politischer Ebene? Die war sehr interessant, weil unter der Regierung Brandt
in Westdeutschland wurde als erste Maßnahme eine Reduktion des Energiebedarfs in allen öffentlichen Einrichtungen gemacht. Also ganz strikt und stupide, Heizung runterdrehen, Beleuchtungspläne, wann wird das Licht ausgemacht, wann braucht man das und so weiter und so weiter. Geradezu unvorstellbar, ja, man fängt sozusagen bei sich selber an, wie kann man auf so eine exotische Idee kommen. Und das war die Grundlage dafür, ein Energiesicherungsgesetz zu machen, was dann vorgesehen hat, dass die Geschwindigkeit auf Autobahnen auf 100 und auf Landstraßen auf 80 reduziert wurde, dass es autofreie Sonntage gab und eine ganze Reihe anderer Maßnahmen, plus einem riesigen, lange anhaltenden Aufklärungsprogramm über das Energiesparen. So, und das ist nahezu 50 Jahre her. Und wenn man die Reaktionsbildung heute vergleicht, ja, Lindner kriegt seine geile Benzinpreisreduktion, die Sozen kriegen den öffentlichen Nahverkehr und die Grünen haben auch noch was gekriegt. Das ist eine vollkommen andere Geschichte, die überhaupt nicht in Frage stellt, die Art und Weise, wie wir Energie nutzen. Und das alter Grundsatz aus dieser Zeit, die beste Energie ist, die gar nicht erst erzeugt werden muss, das ist ja heute vollkommen aus der Optik geraten. Ja? Und insofern, glaube ich, sind solche Diskussionen hier, aber auch historische Rückblicke, wie man auch ein Problem bewältigen kann, vielleicht ganz sinnreich. Die nächste Frage wird man nehmen. Ja, also ich gebe natürlich das Mikrofon gerne frei für Ihre Fragen, aber ich lese Ihre Fragen auch sonst gerne vor. Okay, eine weitere Frage, die Sie auch schon so ein bisschen schon immer wieder selbst umgesetzt haben, nämlich der Vergleich zu anderen Städten. Gibt es eine vergleichbar große oder größere Stadt in Europa, die es bis zum heutigen Zeitpunkt geschafft hat, den Großteil des privaten Pkw-Verkehrs aus dem inneren Stadtgebiet zu verbannen und durch öffentliche Angebote zu ersetzen? Fühle ich mich jetzt etwas berufen. Es gibt viele gute Beispiele. Das Auto aus den Städten verbannen ist natürlich jetzt wieder so ganz apodiktisch. In den meisten Städten darf das Auto doch noch irgendwie reinfahren. Inneres Stadtgebiet. Also. Ja, also gucken wir nach Amsterdam, gucken wir nach Gent, gucken wir nach Paris. Das sind alles Städte, um jetzt mal drei rauszuheben, die durch ein gutes Angebot, jetzt in den niederländischen Städten beispielsweise, durch Radverkehrsangebote, Radverkehrswege und gleichzeitige Erschwerung der Einfahrt für Autos in die Innenstadt es geschafft haben, den Anteil von Autonutzung oder Autofahrten in die Innenstädte massiv zu senken. Gucken wir nach Paris, sehen wir, dass die Bürgermeisterin dort ganz mutig ist, was die Wegnahme, den Wegfall von Parkplätzen angeht, die Entwidmung von Straßen zugunsten der Menschen, zugunsten von Lebensqualität und gleichzeitig ein Sharing-Angebot aufbaut. Ich kann jetzt noch spanische Städte nennen, die fußgängerfreundlich sind. Es gibt tatsächlich viele, viele Beispiele in den Städten. Es ist nicht, jede Stadt hat da so einen spezifischen Ansatz und sucht sich für sich das raus, was es vielleicht am besten findet, wo die Mobilitätskultur mitmacht, was sie am besten umsetzen können. Aber es geht. Es geht und so in der Planung sagt man immer, die Menschen schreien immer zweimal bei beispielsweise Verkehrsversuchen. Einmal, wenn man sie einführt und das zweite Mal, wenn man sie wieder abschafft. Und das ist so ein bisschen das, worauf Sie auch eben angespielt haben. Wenn die Gewinne für die Menschen schnell sichtbar sind, dann gewöhnen die sich daran und dann möchten die das auch nicht mehr, dass da die Autos durch die Straßen fahren. Ich will vielleicht gleich einhaken. Am 21. September wird es dann das dritte Forum Mobilität geben und wir werden aus verschiedenen Städten, unter anderem aus Paris, Wien und ich meine aus Brüssel, dann auch Vertreter hier in der Runde haben, die uns erzählen, wie die es machen. Jetzt gibt es eine Konkurrenz an den Mikrofonen. Danke. Ich habe zwei Fragen. Eine an den Professor Welzer. Warum sind für Sie Polizeiautos okay? Ganz ehrlich, die sind doch Teil des gesellschaftlichen Problems. Gehen wir bei der fehlenden Regelkunde der StVO durch die Bedienten los, rücksichtsloses Verhalten gegenüber Radfahrern und Fußgängern. Ja, und sie stehen sowieso in der Gegend rum und haben die ganze Zeit einen laufenden Motor. Ja, das ist die eine Frage. Die andere Frage an den Herr Helmersbach, ab wann wird es an den Mobi-Punkten Lastenfahrräder zum Ausleihen geben?
Dankeschön. Brauchen Sie Bedenkzeit, Herr Professor? Nein, das ist ja relativ einfach zu beantworten. Ich glaube schon, dass die Polizei wichtige gesellschaftliche Funktionen erfüllt und ich glaube, dass sie die an vielen Stellen ohne dieses Verkehrsmittel nicht realisieren können bislang. Aber mir fällt jetzt noch eine total witzige Geschichte ein, wenn ich die hier erzählen darf. Da latsche ich durch Frankfurt und suche das Kunstmuseum. Und da ich mich in Frankfurt nicht auskenne, frage ich einen an Ampel haltenden Polizeiwagen, also die Polizisten, die da drin saßen, und wollte die fragen, wo das Kunstmuseum ist. Und vor denen steht ein mattschwarzer Lamborghini und wartet auch, dass es grün wird. Und ich frage den Polizisten, können Sie mir sagen, wo hier das Kunstmuseum ist? Die Antwort war, ich interessiere mich nicht für Kunst und übrigens verfolgen wir gerade dieses Auto. Lastenfahrrad, wie kommen wir jetzt von dem Auto, von dem schwarzen Auto zum Lastenfahrrad? Frage zu Lastenrädern. Also es gibt sogar am Mobipunkt beim VVO, Burkhard Ehlen ist ja hier vorne auch, gibt es ein Lastenfahrrad, aber das ist, ich sag mal, so ein Prototyp, den wir da mal entwickelt haben. Bislang, also Lastenfahrräder sind, glaube ich, eines der zentralen Themen, auch um Change in den Städten hinzubekommen. Also das möchte ich vorweg schicken. Also ich sage mal, jeder, der die mal genutzt hat, man sieht auch in Dresden immer mehr von den Lastenrädern. Das ist einer der Bausteine der Zukunft, um letzten Endes auch vieles an Mobilität nochmal ganz anders zu definieren. Unser Fahrradverleihsystem ist im Moment komplett anders getriggert. Das ist eher auf die Alltagsmobilität mit einem einfachen Fahrrad gesetzt. Es gibt so erste Überlegungen von unserem Partner Nextbike mit Lastenfahrrädern umzugehen, aber wir haben noch kein vernünftiges Handling-Konzept dafür. Also wir haben es im Blick, aber wir haben noch keine konkrete Planung dafür. Es gibt weitere Fragen. Die Lastenfahrräder sind vielleicht eine der Antworten, aber ich will die Frage mal stellen. Wie kann man denn gerade frisch gebackenen Eltern Hilfe geben, dass sie nicht der Versuchung erliegen, sich ein Auto zulegen zu müssen? Man muss Kinder transportieren, die Sachen, mit denen man das Haus, die Wohnung, alles muss man mittransportieren. Man muss mehr einkaufen, mehr Ziele erreichen, hat plötzlich viel weniger Zeit. Also es ist ja nicht nur die Kosten, die von angesprochen wurden, es sind auch andere Mehraufgaben, so will ich das mal formulieren. Vielleicht in die Runde oder auch an Sie. Da bin ich jetzt erstmal so mutig und presche mal vorweg und sage, wir haben ganz, ganz viele junge Familien, die es ganz normal finden, tagtäglich mit dem Nahverkehr ihre ganzen Wege zu machen, weil wir haben niederflurige Fahrzeuge, da kann man mit dem Kinderwagen herein, wir haben viele Haltestellen umgebaut, also für viele Menschen ist das mal gar nicht so abwegig, das so zu tun. Was, glaube ich, bedeutsamer ist, das klang ja auch an, dass wir wirklich darüber nachzudenken haben, die Infrastruktur in den Städten anders zu definieren. Wir haben da vieles an Elementen, an baulichen Elementen, die eben auf solche Lebensumstände sehr begrenzt nur reagieren. Da stehen die parkenden Autos im Weg, da sind andere Hemmnisse. Also ich glaube, das ist eine Mischung. Wir müssen gemeinsam lernen, die Städte neu zu denken. Die müssen lebendig sein. Die müssen für Fußgänger, für Radfahrer und ÖPNV einen Vorrang haben. Und da müsste es auch entsprechend so sein, dass die Wege, wir hatten eben dieses Kreuzen der Straßen, was schwierig ist. Wir haben Signalanlagen, also die Ampelanlagen, die Prioritäten setzen und. Also das ist nicht allein ein Thema der Verkehrsmittel, sondern es ist wirklich von ganz oben gedacht, ich muss die Städte anders denken. Ich muss gucken, dass ich da viel dezentraler unterwegs bin. Ich muss den Einzelhandel vor Ort haben. Ich muss dann ein gutes System haben, dass ich möglichst wenig Wege habe, dass ich vor Ort die Dinge bekomme. Und dann fällt es auch leicht, dem Umweltverbund entsprechend zu nutzen. Das geht in den berühmten Kiezen, in den Quartieren ganz gut. Das sehen wir auch in Dresden. Da sind wir auch im ÖPNV sehr stark. Wir haben aber natürlich auch viele überbauliche Ecken, die vor 50, 60 Jahren entstanden sind, wo an sich eine Autokultur vorhängt, wo man alles entflochten hat. Man hat damals von Schlafstätten geträumt, um dann zu realisieren, ja, da schlafe ich, muss dann aber morgens, mittags, abends mit dem PKW, mit dem Fahrrad oder sonst wie zur Arbeit fahren. Ich glaube, das sind Dinge, an die wir dringend heran müssen. Wir müssen die Städte wieder ganz anders denken und dann stellt sich eine solche Frage nicht mehr. Wobei, ich glaube schon, dass wir, sagen wir, Mobilität, sagen wir, offen denken sollten. Das Auto hat einfach enorme Vorteile in vielen Lebensbereichen. Wer Kinder hat, weiß das. Das auch mitgemacht, diese Frage. Insofern glaube ich, auch politisch, das Bild, auch mein Bild, ist nicht Los Angeles, ja, das mal dazu sagen. Aber ich glaube, wir werden nicht damit gegen die Realität der Menschen, und ich meine, alle hier im Raum werden das schon mal auch mal Auto gefahren sein und gedacht haben, ist eigentlich ganz, ganz angenehm.
um meine Mobilitätsansprüche zu erledigen. Das ist sozusagen Grundbedingung. Jeder möchte das haben und mobil sein. Und es gibt natürlich andere Entwürfe, die Herr Welzer vertritt, aber das wäre jetzt auch nicht mein Modell, auch ökonomisch nicht. Das heißt, die Realität ist so, wie sie ist. Und wir müssen mit Mobilitätsansprüchen der Menschen umgehen. Und da bin ich völlig offen dafür, dass wir darüber reden, wie können wir die am besten erreichen. Und das Thema ist, glaube ich, auch einer Stadt, wie wir sie uns vielleicht viel mehr gemeinsam vorstellen, als man denkt. Wird das Auto seine Rolle haben, übrigens, oder sagen wir das Fahrzeug, auch verbunden mit anderen Fahrzeugen, als Rolle in der urbanen Mobilität. Das muss nicht immer das individuelle Fahrzeug sein später, aber es sind am Ende Fahrzeuge, die uns bewegen. Und insofern bin ich da gar nicht dagegen, dass wir das anders angehen. Aber ich glaube, dass wir gut beraten wären, gerade wenn man hier in Dresden über nachdenkt, wie kriegen wir das hin, wenn wir dieses Wir gegen die schon mal aufheben und sagt, wie können wir insgesamt Mobilität ermöglichen und entwickeln. Und ich glaube auch, das habe ich nur auch mal in den letzten Jahren gelernt, in den letzten 30 Jahren, Mobilität ist ein Grundanspruch der Menschen, das ist so. Insofern glaube ich gar nicht die Frage, dass man die begrenzen muss insgesamt, sondern wir müssen sie so organisieren und auch so antreiben, sage ich bewusst, dass sie ökologisch vertretbar ist. Das ist, glaube ich, der Punkt. Also die Welt, wie sie ist, ist eine, die geworden ist. Und die war nicht schon immer so. Das ist mal Punkt 1. Punkt 2 ist, wenn Sie sagen, Mobilität ist Bewegung von Fahrzeugen. Was haben Sie denn gesagt? Ja, aber das ist ja sozusagen extrem kurz gedacht. Man kann ja über Mobilität auch ganz anders diskutieren, beispielsweise in ländlichen Räumen, wo das Erfordernis ist, das private Fahrzeug, das Auto zu nutzen, häufig darauf zurückgeht, dass diese ländlichen Räume keine kleinen Läden mehr in den Ortschaften haben und keine Versorgungsinfrastrukturen und sowas. Wenn wir über Mobilität sprechen, muss man genau darüber sprechen. Es gibt zum Beispiel in Österreich, in Vorarlberg, einige Landgemeinden, die total geniale Konzepte entwickelt haben, nämlich beispielsweise den örtlichen Lebensmittelhändler zu subventionieren von der Miete her, damit es im Ort ein Lebensmittelgeschäft gibt und gerade die Älteren nicht angewiesen sind, in die Shopping-Malls 20 Kilometer weiterzufahren. Das ist Mobilitätspolitik. Ja, da bewegt sich gar nichts und wenn, dann weniger, aber das ist Mobilität. Und wir müssen doch Mobilität und eine Verkehrswende nicht vom Status quo her diskutieren und sagen, das ist in Marmor gemeißelt und da müssen wir end of the pipe jetzt zusehen, dass weniger aus dem Auspuff rauskommt und der Rest bleibt so. Das ist natürlich das Interesse der Autoindustrie, ist ja vollkommen klar. Deshalb Herr Welser, haben Sie also ich habe angefangen mit diesen zwei Gläsern sehr bewusst. Das eine Glas ist die Antriebsfrage, was Sie sagen als End of Pipe. Das ist, glaube ich, wichtig, dieser Aspekt. Der andere Punkt, ich bin gar nicht gegen die Modelle. Finde ich sehr gut, ich kenne die auch, bin dafür. Insofern, ich habe gesagt, Mobilität entlang der Realität der Menschen denken. Und die sind eben nicht ja, nur banal. Geteilt in... Aber das ist doch banal, da haben wir doch sofort einen Konsens drüber. Ich meine, natürlich wollen wir die Realität der Menschen sehen und wir wollen auch deren Bedürfnissen entsprechen, aber das ist doch banal. Das ist doch so ungefähr banal, wie zu sagen, am 24.12. ist Heiligabend. Die Frage ist doch nur, unter welchen Voraussetzungen und welchen Interessenlagen wird das gemacht? Und meine Argumentation, gebe ich ja freimütig zu, ist vor dem Hintergrund des Interesses an Überlebensmöglichkeiten im 21. Jahrhundert. Ihr Interesse ist anders gelagert. Das kann ich auch gut verstehen, ist auch legitim. Aber das muss man doch dann anders diskutieren. Und was Sie dann sagen mit dem Wir gegen die, und das kann es ja nicht sein, doch, an bestimmten Stellen ist es in der Tat so, wenn Interessen durchgesetzt werden, dann ergeben sich Situationen, die konflikthaft sind. Und gerade die Konflikte sind das, was Gesellschaften nach vorne bringt und nicht irgendwie, naja, der eine sagt so und der andere sagt so. Frau Kleinheit-Passe, ich sehe... Ich komme jetzt wieder auf die banale Infrastrukturebene. Wenn wir über Familienmobilität reden, muss es aus meiner Sicht in den Städten gelingen, dass wir Infrastruktur haben, die die Familien auch jenseits des Autos
nutzen. Und bei Familienmobilität spielt die Verkehrssicherheit ein großes Problem. Wir wissen aus der Forschung, dass sich Familienmütter mit ihren Kindern nicht auf die Radwege trauen, weil die Radwege einfach schlecht, gefährlich, nicht gut geführt sind. Eltern bringen ihre Kinder zur Schule, mit dem Auto zur Schule, weil da ja so viele Autos sind. Ja, also da werden schon auch Paradoxien sichtbar, aber letztendlich geht es schon auch darum, dann diesem Bedürfnis, städtebaulich gerecht zu werden, dass wir sichere Mobilität auch für schwächere Verkehrsteilnehmende ermöglichen, auch in den baulichen Strukturen. Mhm. Wir gehen da jetzt wollte ich einmal einhaken, ganz kurz noch, weil ich dazu auch einen Punkt habe. Genau, Frau Thiemann. Sie. Genau. Also wenn es um Lebensrealitäten von Familien jetzt geht, wir wissen auch aus der Forschung, dass gerade so Lebensumbrüche total wichtig sind, um Mobilitätsverhalten zu verändern. Wenn ich in eine neue Stadt ziehe zum Beispiel, kriege ich da ein kostenloses Ticket für den ÖPNV für 3 Monate, um das erstmal auszuprobieren, um quasi den Mensch als Gewohnheitstier zu nutzen, damit er sich gleich auf den nachhaltigeren Pfad begibt. Das Gleiche gilt für Menschen, die Kinder kriegen, Eltern werden und die natürlich auch Sorge haben, mit ihrem Kind, also auf der Straße Fahrrad zu fahren, wenn da SUVs mit 50 ohne Abstand vorbeiballern. Das kann ja jeder verstehen. Und das ist ja auch eine Lebensrealität der Menschen, wenn wir über Bedürfnisse von Eltern reden. Radwege müssen so sicher sein, dass da Kinder ab einem bestimmten Alter auch alleine fahren können, ohne dass die Eltern Angst um ihr Leben haben müssen. Denn gewisse Dinge sind nicht vereinbar miteinander. Wenn ich mir anschaue, wenn man ein 7-jähriges Kind vor die Motorhaube von einem SUV stellt, sorry, das ist nicht vereinbar, das ist super gefährlich und es ist absolut nicht richtig, da dem Auto den Vorrang statt dem Kind den Vorrang zu geben. Und konkret heißt das nicht nur Prämien für Lastenräder, Abstellmöglichkeiten für Lastenräder, sondern eben auch ganz simpel Straßen für Autos sperren und für Menschen öffnen. Denn das macht es wirklich am sichersten für Familien. Danke. Wir sind jetzt im steilen Landeanflug. Es geht gleich auf 20.30 Uhr zu, oder? Ja, 20.27. Ich würde gerne zwei Fragen einfach noch zulassen. Ja, gerne. Ich bin Vater von 4 Kindern, wohne am Dresdner Stadtrand und ich bin groß geworden in der norddeutschen Tiefebene, in der sogenannten Pampa, einem Haushalt, wo jeder 18-Jährige mindestens ein Auto hatte. Ich habe es aber geschafft. Ich kann in Dresden ohne Auto leben und meine Familie versorgen und ich schaffe es noch nicht, meine 8-jährige Tochter jetzt alleine zur Schule zu lassen, weil sie tatsächlich eine Hauptstraße überqueren muss mit dem Fahrrad auf dem Weg zur Schule, die nur 2 Kilometer weg ist. Also insofern, changing the city oder das Land, das geht, auch den Kopf zu bewegen. Wenn ich meine Cousine heute frage, die eine Tochter in demselben Dorf hat, wo ich groß geworden bin, dort gibt es jetzt tatsächlich auch ein Busangebot, ob das jetzt ein Bürgerbus ist oder andere Dinge, wo das Kind jetzt alleine ins Nachbardorf fährt, um zum Reiten zu kommen. Also auch auf dem Land ist das möglich. Es ist nicht so leicht und es ist auch vielleicht kostenintensiver und es ist auch nicht der erste Schritt. Da müssen wir schon in der Stadt anfangen. Jetzt so Richtung meiner Frage. Wenn ich die Bundesregierung mir jetzt anschaue, das kann es doch nicht sein, dass ich wirklich kurzerhand eine Benzinpreisbremse oder irgendwas fordere oder die Preise in den Nahverkehr senke. Und ja, wenn ich jetzt an die Zapfsäule gucke, wir sind da schon wieder fast bei den Preisen, die wir vor dieser kurzfristigen Steigerung, also dieses Kurzfristgehabe, das kann es doch nicht sein. Wo ist der Weitblick der Regierung? Und das ist doch das, was eigentlich hier also diskutiert werden muss, wie wir diejenigen, die nicht auf dem Podium sitzen, bewegen können, dass sie eben das Richtige tun. Und wenn ich die Anfangsfrage, die Sie aufgerufen haben, nochmal im Blick habe, wo hier das Publikum sagt, was ich ja als mündiges Publikum auch wahrnehme, ja, der Ordnungsrahmen muss geändert werden. Also ich unterwerfe mich dem, was oben beschlossen ist, wenn es denn das Richtige ist. Das ist doch das, worüber wir reden müssen. Und wir haben hier die Wissenschaft auf dem Podium sitzen, da ist kein Erkenntnisgewinn mehr. Wir haben die Erkenntnisse, was zu tun ist. Wir haben jemanden mit Herrn Hammersbach aus dem Wirtschaftsbereich da sitzen, der weiß, wie man Dinge gut umsetzen kann.
Und wir haben eben auch Lobbyverbände da sitzen, Greenpeace und VDA als Extreme, wo eben auch die Positionen klar sind. Und der VDA, der ist dafür da, dass Autos verkauft werden. Und natürlich muss man argumentieren, dass das Auto toll ist. So, und das ist die Frage. Und ein Satz noch, was auch nicht auf dem Podium sitzt, sind Vertreter der Medien, die das Bild des Autos ja prägen. Wenn ich jetzt gerade autobild.de angucke, da steht geschrieben, Teslas kann ich nach einem halben Jahr mit meiner Prämie, die ich bekommen habe, in Skandinavien teurer verkaufen, als ich sie hier gekauft habe. Ja, also das zum Thema Wahrheit. Ich nehme das jetzt als Statement, weil die Frage an die Bundesregierung kann ich jetzt schwer weitergeben. Ich gehe natürlich davon aus, dass auf der Internetseite des Verkehrsmuseums auch Menschen aus der Bundesregierung uns hier zugucken, aber die können uns gerade nicht antworten. Also, aber wir haben es wahrgenommen. Ihre Frage bitte. Genau. Ich habe über 15 Jahre in Mecklenburg-Vorpommern gelebt und weiß halt daher, wie das ist, mit ja, mäßigem Regionalverkehr umgehen zu müssen. Es gibt kaum Radwege. Wenn man Glück hat, gibt es mal eine zweistündliche Verbindung zur nächsten Großstadt in der Woche, wenn man Glück hat. Und selbst wenn, dann hat man das Problem, dass es meistens an Kreis- oder Bundesländergrenzen direkt aufhört. Es gibt keinen Verkehr über diese Grenzen hinaus. Es herrscht in vielen Teilen Deutschlands noch so eine gewisse Kleinstaaterei. Das kennen wir, glaube ich, nicht nur aus Mecklenburg-Vorpommern. In Sachsen gibt es auch sehr viele verschiedene Verkehrsverbünde zum Beispiel. Und meine Frage ist, wenn man es schafft, im Schienenpersonennahverkehr überregionalen Verkehr anzubieten, wie schafft man es denn beispielsweise bei Regionalbussen? Schwierige Frage, weiß ich nicht. Jetzt kann ich an Herrn Hermersbach weitergeben, weil ich weiß, Sie sind ja nicht nur bei den Dresdner Verkehrsbetrieben, sondern auch beim Verband der, helfen Sie mir bitte. Der Deutschen Verkehrsunternehmen. Ja, genau. Also, das ist eine alte Frage, nicht? Ich sag mal, Nahverkehr ist zunächst immer sehr lokal geprägt, weil die Menschen vor Ort nach dem möglichst besten Angebot streben. Und dann gibt es natürlich immer Menschen, die über diese Grenzen hinaus wollen. Und diese Grenze, egal wo ich sie ziehe, ob ich sie jetzt im Verkehrsverbund, wir haben in Sachsen 5 Verkehrsverbünde, das ist an sich durchaus noch eine überschaubare Anzahl. Man kann jetzt lange darüber philosophieren, ob da vielleicht weniger gehen. Ob die sich auch einigen könnten mal. Ob die sich einigen könnten, wenngleich in vielen Dingen ist es ja mal gar nicht ganz so schlimm. Man guckt ja dann auch so ein bisschen drauf, wie viele Menschen fahren denn tatsächlich über die Grenzen, weil das ist, glaube ich, der eigentliche Disput. Vor Ort ist man geprägt, man möchte dann alles so gerne gestaltet haben, dass man meint, vor Ort ist es die beste der Varianten. Und dann kommt man trotzdem immer irgendwann an eine Grenze. Und es gibt natürlich abnehmend dann immer weniger Menschen, die über die Grenzen fahren. Ich sage mal, wir können das jetzt bundesweit schreiben. Dann haben wir die Grenze zu den Niederlanden, nach Polen, nach Tschechien, wo dann auch wieder andere anstoßen. Also insofern, da gibt es im Moment noch kein so vernünftiges Maß, was das Beste aller Dinge ist. Ich könnte mir auch vorstellen, dass man das alles ein bisschen größer skizziert, aber, und dann deshalb auch bewusst diesen Kontrapunkt, dann müssen wir uns aber bitte auch gesellschaftlich darauf einigen, dass wir nicht mehr vor Ort Sonderlocken wollen, sondern dann müssen wir uns auch darin einbringen, dass wir sagen, dann ist der Einzelfahrpreis vielleicht in ganz Sachsen einheitlich. Dann ist die Monatskarte vielleicht auch gleich teuer in ganz Sachsen und eben nicht dann vor Ort ein bisschen günstiger, weil da ist halt irgendwie was anders oder da ist ein bisschen mehr und weniger. Und insofern, das ist so dieses ständige politische Ringen. Wie viel Autonomie möchte ich denn vor Ort haben? Wie viel Einfluss möchte ich auf das System nehmen? Das ist meistens sehr gut gemeint und auch oftmals gut gekonnt, weil man hat da auch ein gewisses Gespür für. Aber das bedingt halt dann auch, dann muss ich solche Dinge aufgeben. Ich wollte nur kurz als Beispiel mit reingeben, zwei Extrembeispiele aus meiner Erfahrung. Einmal der Fall, dass ich, wenn ich zum Beispiel in die Nachbargemeinde zu meinem Freund will, dass ich nicht einfach mit dem Fahrrad fahren kann, weil es eine vielbefahrene Straße ist, sondern, weil es halt genau eine Grenze ist, erstmal 2 Stunden mit den Öffis außen rumfahren muss, um dort anzukommen. Oder meine Uroma, die jetzt 99 ist, hat eine bessere Verkehrsanbindung nach Hamburg, ins ja, 150 Kilometer entfernte Hamburg, als in das nächste Grundzentrum. Da hat sie halt 3 Busse in der Woche, nicht am Tag, in der Woche. Vielen Dank.
Ich hatte es gesagt, wir sind im Landeanflug und ist jetzt 20.30 Uhr durch. Wir haben ganz am Anfang ja per Tweetback eine Umfrage gemacht und da hatten wir auch alle, die hier im Raum sind, beziehungsweise die uns auch von außerhalb zuschauen, gefragt, wenn Sie auf dem Weg zu einer nachhaltigen Verkehrswende allein über eine deutschlandweit geltende verkehrspolitische Maßnahme entscheiden dürften, welche wäre das? Da gab es mehrere Varianten, Tempolimit, also 120 auf Autobahnen, 30 km/h innerorts. Dafür haben sich 30% derer entschieden, die mitgemacht haben, für das Verbot von Kurzstreckenflügen. 7% kostenfreier Nahverkehr hat gewonnen, 35,7%. Herr Heimersbach, Sie freuen sich oder? Das kennen Sie schon, ne? Das ist das Publikum vor Ort. Ich sage mal, hier sind ganz viele mit dem Nahverkehr hingekommen. Also insofern erklärt sich das, glaube ich, auch sehr schnell, nicht? Also insofern, klar. Bonus-Malus-System beim Autokauf, 21% und Halbierung der Trassenpreise. Das bezogen dann auf die Wettbewerbsvorteile quasi der Bahn gegenüber den Lkw, 4,7%. Frau Kleinitpass, wenn Sie Königin von Deutschland wären, wofür hätten Sie sich entschieden? Ich würde mehrere Maßnahmen. Nein. Mit einer schaffen wir es nicht. Nee, wenn wir es ernst nehmen mit dem Klimawandel, mit den Klimazielen, reicht uns eine Maßnahme nicht. Punkt. Mhm. Herr Rade, was wär Ihr Favorit gewesen hier? Da war gar nicht dabei. Ich würde Windenergie ausbauen und Ladesäulen aufstellen. Und zwar schnell. Okay. Herr Helmersbach. Also wenn ich unter den hier aufgezählten Varianten wählen dürfte, finde ich schon das Tempo 30-Thema für eine Kommune ein spannendes Momentum, womit man sich mal wirklich gedanklich auseinandersetzen sollte. Mhm. Frau Thiemann, wofür hätten Sie sich entschieden? Also ich sehe das wie Frau Klein-Hinpass. Aber wenn ich mich entscheiden muss, würde ich nach CO2-Einsparung und größte Wirksamkeit gehen. Und das ist ganz klar, wenn klimaschädliche Autos teurer werden und irgendwann überhaupt nicht mehr zugelassen werden. Das möglichst schnell. Mhm. Herr Professor Welzer, für Sie habe ich eine andere Frage. Sie kritisieren, Sie hatten die sich schon zurechtgelegt. Ja, nee. Sie kritisieren, das habe ich mir aufgeschrieben, die Illusion von Grenzenlosigkeit, unsere Optimierungsgläubigkeit, die Steigerungslogik. Hoffen Sie angesichts der Diskussion A auf Vernunft, B auf ein Wunder oder C, dass es doch irgendwie weitergeht? Nee, ich hoffe auf gute Beispiele aus der Praxis. Wir haben das Thema vorhin gehabt, als es darum ging, welche Städte oder welche Landgemeinden können Beispiele vorzeigen, an denen man weiter ansetzen kann. Und ich hoffe auch, und das ist ja manchmal auch durch unerwartete Entwicklungen dann getriggert, also wie jetzt die Erhöhung der Energiepreise, was uns ja so schnell nicht wieder verlassen wird, oder bei der Pandemie anderes Mobilitätsverhalten, weil die Kontaktfrage eine andere gewesen ist, dass solche eigentlich unangenehmen, schlechten Anlässe einen guten Anlass dafür geben, in eine andere Richtung zu denken. Und das Wichtigste ist, glaube ich, überhaupt von dem Gedanken wegzukommen, dass der Status quo derjenige ist, von dem man ausgehen muss, in jedem Fall. Sondern der Status quo ist manchmal ein echtes Problem. Und wenn wir über Fortentwicklung von Gesellschaft sprechen, dann müssen wir ja nicht immer nur über Innovation sprechen, wir müssen auch über Exnovation sprechen. Das heißt, was passt nicht mehr in die Zeit, was müssen wir loswerden? Und insofern, glaube ich, gibt es eine Menge zu tun. Und es gibt noch eine Menge zu bereden und deswegen wird es in 5 Wochen das zweite Forum Mobilität geben, am 11.05. dann zum Thema in Dresden einkaufen ohne Auto, unter anderem mit dabei Stefan Kühn, der Verkehrsbürgermeister und ein Manager der Dresdner Zentrumsgalerie. Einzelheiten finden Sie im Netz. Ich danke Ihnen fürs Diskutieren, ich danke Ihnen fürs Mitdenken, mit Zuhören und ich wünsche Ihnen einen guten Nachhauseweg, wie auch immer Sie jetzt nach Hause kommen. Dankeschön.